So, kleinen Moment noch. Noch die Fenster schon hier wieder auf dem zweiten Bildschirm alles sortieren. Chat. Ja, es ist schon wieder 22 Uhr durch jetzt. Bin eben erst nach Hause gekommen. Kurze Toilette gewesen, WC hochgefahren, zack, direkt los geht's. Intro sparen wir uns auch wieder. Ist sonst immer so viel Zeit, ne? Musik machen, so, aber ich habe trotzdem noch. Zack, tack, 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 tack. So, das. Jawohl. Ja, läuft alles, ne? Ja. Machen wir hoffen, dass heute wieder lagfrei läuft. Ich habe mich jetzt zwar noch nicht mit der Telekom in Verbindung gesetzt. Aber wenn sich das demnächst wieder häuft, dann muss ich das wohl mal tun. Gut, es sind immer nur Gott sei Dank kurze Aussetzer. Wäre jetzt schlimm, wenn es wieder wie damals bei Vodafone den ganzen Abend lang wäre, ne? Dass ich gar nicht mehr streamen kann. Weil ich immer nur 2 Mbit Upload habe oder so. Und immer nur kurze Momente. Und ich bin ja auch nicht ganz sicher, ob es an der Leitung liegt. Oder vielleicht an Restream. Ne? Ich bin zu dem Restream-Service. Aber sag ich's drum. So, Holger ist da und Rainer ist auch wieder da auf beiden Kanälen wahrscheinlich. Ne? Genau, YouTube und auf Twitch. Doppelter Support. Vielen lieben Dank. Den guten Rainer und alle anderen, die auch doppelt gucken. Oder vielleicht sogar doppelt. Mit Prime auf Twitch und mit Echtgeld auf YouTube oder ohne Echtgeld auf YouTube, aber dafür Prime Sub auf Twitch. Ist ja auch immer hilfreich, kriege ich auch einen Anteil von ab. Mein Name ist Cool, ist auch wieder dabei. Geil, dass das heute geklappt hat. Ja, Mittwochs ist immer, ne, entscheide ich spontan. Ich habe zwar ein bisschen Kopfschmerzen, ich bin auch eigentlich ein bisschen müde, aber ich habe voll Bock weiter zu zocken. Weil wir haben ja jetzt ein Lager gegründet. Ich habe heute über Tag auch, ja, leider alleine schon ein paar Aufgaben gemacht. Sind noch ein paar Aufgaben für Team. Mal gucken, ob vielleicht von den anderen jemand online ist, ob wir vielleicht ein paar Teamaufgaben machen können. Und Warmaus auch wieder bei Abend. Jimmy, freue mich, dich zu sehen. Perfekt. Ja, noch siehst du mich ja nicht. Ich habe die Kamera noch gar nicht eingeschaltet, ne? Was Friese, moin. Tolga auch wieder dabei. Hallöchen, Hallöchen. Der Mike kommt auch gerade rein. Hallo, hallo, hallo. So, würde ich sagen, klicken wir hier. Klicken wir hier. Geh mal rein. Gibt es natürlich auch schon am Start. Schön, dass ihr es alle hergeschafft habt. Andorn scheint ja auch relativ gut anzukommen. Was die Klickzahlen angeht, sieht man zumindest besser als Phasmophobia und teilweise auch besser als Medieval Dynasty. In dem Sinne, Grüßchen an euch. Hab heute auch wieder ein bisschen gefarmt, hab mir Sachen besorgt. Für meinen Stützpunkt zu erweitern, mein eigenes Lager. Ich muss jetzt die Terminologien mal auswendig lernen. Stützpunkt ist mein eigenes Lager. Und Lager ist quasi das Clan-Ding. Ne? Hier Lager, da können wir nämlich jetzt auch hin. Da haben wir schon hier mittlerweile 7 Mitglieder. Man braucht ja 6 zum Gründen. Da ist noch jemand beigetreten. Hat im Discord gefragt, genau, Massi. 23 ist auch mit dabei. Die Kati ist ja mit dabei. Die Netti. Nacken ist hier der Schnappi. Mina. Und Paco sind auch dabei. Genau. Kati ist sogar schon 109. Netti ist auch schon 101. Die alte Suchtante. Ey, Nacken auch schon 92. Mina 89. Alter, was haben die gemacht? Ich bin mein 80er hier gutes Mittelfeld, ne? Oder fast einer der schlechteren. Okay. Guten Abend, bin immer da, schau nur auf Fernseher. Ah, Tolga, okay, cool. Auch bei hier, bei den anderen Spielen, immer cool. Online leider nur einer. Mal gucken, vielleicht vor 23 Minuten, vor 38 Minuten. Na super. Vielleicht kommen sie auch nochmal wieder, wenn sie jetzt den Stream sehen. Noch zu bewegen. Das weiß ich nicht genau, was das ist hier. Man kann jetzt seinen eigenen Stützpunkt, kann man jetzt irgendwie ins Lager verlegen. Keine Ahnung, wie und wo das geht. Aber man kann auch da hinreisen ins Lager. Ich kann auch da irgendwie hinreisen. Du weißt, das kann nur nicht mehr wie. Doch, da Lager. Zack, genau. Alles, was du spielst, spiel nebenbei Brochetto. Ah, okay. Ja, morgen voraussichtlich, hoffentlich, wenn alles klappt, wie es soll. Fangen wir wieder Sons of the Forest an, ne? Tolga, da warst du ja auch immer heiß drauf, glaube ich, ne? Hier ist nämlich jetzt unser Camp, unser, ne? Willkommen zu Hause, sagt das Spiel. Auch verschiedenste Händler und Aufgaben und weiß ich was. Also ihr seht, ich war angeln. Karussell. Interaktion nicht möglich, Freizeiteinrichtung.
Das Lager ist noch nicht ausgebaut, das müssen wir erst noch bauen, okay. Ja. Kammersekretär. Okay, Elisa. Willkommen, willkommen in Noahs Bar. Ich habe mir hier noch nichts angeguckt in dem Ding, ja? Bin so richtig halb morgen, schon keine Videos. Okay? Das bin ich Spaß bei dir, okay. Sobald du dem Lager beigetreten bist, kannst du deinen eigenen Lagerstützpunkt aufbauen. Ah, jetzt kommt's. Guck, der Lagerstützpunkt, nicht so schnell. Lagerstützpunkt und der Außenpostenstützpunkt bleiben nach dem Erstellen des Lagerstützpunktes synchronisiert. Aber wegen Problemen bei der Stromerzeugung werden bestehende Generatoren vom Lager verwaltet, sobald der Umzug abgeschlossen ist. Gegenstände fertigen oder veredeln kannst du nur im Lagerstützpunkt. Also man kann hier, ne? Okay. Lagerstützpunkt, Außenpoststützpunkt. Weil was ich bisher habe, ist mein Außenpoststützpunkt, ja? Gegenstände fertigen oder veredeln kannst du nur im Lagerstützpunkt. Da hat man dann zwei Stützpunkte. Das habe ich auch noch, okay. Felsengrad ist das einzige Gebiet, das beim ersten Beitritt zum Lager zur Verfügung steht. Ein Umzug in andere Gebiete ist möglich, sobald du Lagermedaillen erworben hast. Ah. Konsolenversion kommt erst im Sommer oder nächstes Jahr Februar. Oh, okay. Ich dachte, das kommt jetzt überall dann, okay. So, warum kann ich jetzt hier nicht klicken? Aha. Ah, tippe auf die Kammer. Ah, okay, da können jetzt die Leute wohnen. Und da haben wir eben schon gesehen, irgendwer wohnte schon in 5 und irgendwer wohnte schon in Nummer 6, ne? Dann gibt es noch Polarlichtinsel nicht entwickelt, Silberbachbucht nicht entwickelt, Solsee nicht entwickelt, Fichtenhöhen nicht entwickelt, okay. Es wurde keine Einrichtung ausgewählt. Wählen Sie einen Ort und den Stützpunkt, okay. Schnell umziehen. Ah. Felsengrad, Bezirk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, what? Erst um. Guck mal hier, Kati wohnt in 4, Nettie wohnt in 5, Mina wohnt in 6. Also 4, 5 und 6 sind schon belegt. Okay. Rainer, nö. Falls mal jemand nach. Falls jemand mal nachfragt. Ach so. Keine Ahnung. Ich spiele alles nur PC, Torga. Ich habe keine Ahnung, was mit Konsole immer kommt. So, und jetzt haben wir hier noch verschiedene Bezirke. Da gibt es dann nochmal 1 bis 6. Okay, also gibt es 15 Bezirke. 1 bis 6 sind 90. Ja, 90 waren die dann hier wohnen können, wa? So, das ist auch mal machen. Ich habe keine Ahnung, was das macht. 1, 2, 3 ist unbewohnt. Oh, direkt vorne die 1. Kann ich mir gar nicht aus. Doch, kann ich mir wohl aussuchen. Oh. Stützpunktbaugebiet. Tipp umstellen zu hören. Hoch oben in den Bergen gelegen, mit Blick auf die Klippen und das Meer. Genieße jeden Tag den wunderschönen Sonnenuntergang. Umzugsbedingungen, Siedlungsbedingungen. Wohnrecht. Position von vorübergehenden Mitgliedern und darüber. Umzugsintervall. Mehr als 10 Minuten. Und kostet 5000, okay? Ich weiß halt nicht, was das bringt. Aber ich will nicht in Nummer 2, wenn dann in Nummer 1 wohnen, ne? Dann wollen wir... Jetzt steht da Shimi. Nee. Wenn dann in Nummer 1, hier. Oh, jetzt habe ich da schon drauf geklickt. Okay. Was? Jetzt kann ich da auch nochmal wohnen, okay? Das ist in der Cap-Zone. Okay, jetzt habe ich hier da eine identische... Die bleiben synchronisiert statt da, ja? Also was nutzt es denn da, zwei zu haben? Was ist das hier? Bergwinde, Level 1 Ressource. Was macht Bergwinde? I don't know. Wer ist da? Uno, okay. Und das ist jetzt... ja, das ist meine Base, wie ich sie bisher gebaut habe, ne? Genau. Was? Lagerstützpunkte und Außenpostenstützpunkte. Okay. Es gibt sowohl Lagerstützpunkte als auch Außenpostenstützpunkte. Der Lagerstützpunkt kann innerhalb des Lagers umziehen, der Außenpostenstützpunkt innerhalb der Wildnis. Ziehe um, wenn dir nach einem neuen Stützpunkt ist. Nachdem du einen Lagerstützpunkt bekommen hast, verliert der Außenpostenstützpunkt die meisten seiner Gebäudefunktionen. Du kannst aber weiterhin mit den meisten Möbeln interagieren. Okay, also habe ich einen zum Craften und einen zum Schönmachen? Muss Glocke aktivieren. Hast du Glocke nicht aktiviert? Schönen guten Abend, Markus. Grüß dich.
Okay. Ist das wegen geradet werden? Ist der dann hier safe oder was? Okay. Jetzt habe ich quasi zwei Stützpunkte, okay. Ist da auch schnell hinreisen dann oder was? Einmal Stützpunkt. Level 11, genau. Ja, weil jetzt, ich muss jetzt erstmal ein bisschen weiter leveln. Muss erstmal Level 85 werden, bin erst 80. Und Dark Phoenix, guten Abend, Hallöchen. So, zack. Das sieht genauso aus, genau. Wie bisher. Ja, ja. Der Tisch ist auch da, das Ding ist da. Aber jetzt bin ich im Außenposten. Und mein Skalif. Ne, sieht ein bisschen anders aus hier, ne? Der Baum ist weg, genau. Oder? Ne, warte mal. Ich hab doch da noch das Bauhaus stehen. Das hab ich schon abgerissen, ne? Ne, warte mal. Wie war das jetzt hier? Quatsch, über die Karte. Nein, über die Karte. Ach, jetzt habe ich hier Lagerstützpunkt und Außenpostenstützpunkt. Okay. Discord an Nachricht bekommen. Reicht anstatt Glocke zu aktivieren. Ja, meistens, genau. Mach es ins Discord rein. Gestern habe ich, glaube ich, sogar vergessen. Oder vorgestern passiert schon mal, wenn es schnell gehen muss. Ja, und ich habe heute einen Erfolg bekommen. Im Spiel, das ist das Spiel schon seit 50 Stunden spiele. Es kommt mir überhaupt gar nicht so vor. Ich bin immer noch am Lernen und am Gucken und am Tun und am Machen. Immer noch alles neu. Deshalb auch die Überschrift heute. Das gibt, aber wann habe ich denn das Baumhaus weg abgerissen? Das habe ich doch niemals abgerissen. Wieso ist das jetzt weg? Hatte ich nicht das olle Baum ein stehen gehabt? Oder habe ich das neulich abgerissen? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich drumherum hier die ganzen Gräser und so alles weggemacht hatte. Aber jetzt habe ich im Prinzip zwei Basen. Okay, und in der Basis hier kann ich jetzt nichts mehr machen, oder wie? Rohstoffwerkbank? Doch, kann ich wohl noch. Ja, Bauwerkbank? Doch, geht auch noch. Vielleicht, wenn ich andere Werkbänke später mal baue. Weil da stand ja gerade eben irgendwas dran, dass ich das nicht mehr kann, wa? Hier ist jetzt Lagerstützpunkt. Da kann ich auch. Ach, da muss ich schon draufklicken, okay. Was habe ich jetzt zwei davon? Ja, und dann habe ich, wie gesagt, heute über Tag schon ein paar Aufgaben gemacht fürs Lager. Da gibt es so eine Versorgungsaufgabe. Da muss man. Vielleicht kann ich da mal. Kann ich da noch draufklicken? Terminplan, genau. Kann ich da nochmal drauf? Das ist hier Festungspatrouille, würde ich gerne im Team machen. Außenpostenauftrag würde ich gerne im Team machen. Ist aber jetzt keiner da für Team. Genau, die ganzen, das ist schon alles fertig, was grau hinterlegt ist. Da war dann hier tägliche Vorräte, genau. Anfrage um Lager. Aber da habe ich Gold für bekommen. Da musste ich halt einfach nur. Na, genau, machen wir einfach mal auf los. Da muss man verschiedene Ressourcen abgeben. Zum einen bekommen wir noch diese Lagerpunkte, wo wir jetzt darauf achten müssen, dass wir die oben halten. Sonst zerfällt das Lager irgendwie oder wird aufgelöst oder so. Ich habe, um zu verhindern vom Spiel, denke ich mal, dass zu viele Lager sich gründen. Und dann spielt da keiner. Gelegentlich spiele ich noch Potato, aber das streame ich nicht. Genau hier, Kröte. Weil mein ganzes Leben lang Buchhalter, das bisschen Arbeit ist nichts, es sei denn, meine Kräfte verlassen mich. Achso, mit dem kann ich gar nicht mehr, okay. Bei dem musste ich dann so Leinensamen und Holz und weiß ich was abgeben. Da habe ich halt Punkte für bekommen. Unter anderem auch diesen, boah, es gibt ja so viele verschiedene Währungen im Spiel, ne? Ne, nicht Gutscheine, was habe ich gekriegt? Irgendwelche Lagerwährungen gibt es auch noch. Recycles Material. Gut, das sind die ganzen verschiedene Währungen, die es im Spiel gibt. Oh, das soll alle durchblicken. Kampfpunkte. Ja, Lagerbeitrag, genau. Die Punkte habe ich gekriegt. Jetzt weiß ich nicht, wofür ich die benutzen kann. Ach, Gebäude verbessern kann man damit. Ah. Ja, ich spiele das halt. Das ist halt so, sind halt so Runden eine halbe Stunde oder so, Olaf. Olaf sagt schon Rainer, ne? Also spiele ich zwischendurch für mich immer mal noch ein Ründchen. Lagerwartung heute 10.000. Also müssen wir gucken, dass wir jeden Tag 10.000 Punkte kriegen. Wir haben insgesamt 56.000 Lagergelder, genau. Lagergelder können genutzt werden, um Lagergebäude zu bauen oder zu verbessern. Wir haben jetzt eigentlich noch gar nichts, ne? Was? Trainingslager? Ah, doch, da kann ich hin.
Da habe ich auch schon, da habe ich diese Punkte eingesetzt, um verschiedene Skills freizuschalten, die man nur freischalten kann, wenn man in einem Lager ist. Kammer, genau hier. Nicht entwickelt, nicht entwickelt. Wurden keine Einrichtungen ausgewählt. Karussell. Kammer Level 2. Kammer Level 3, Kammer Level 3, Kammer Level 3. Wie kann ich die Kammer verbessern? I don't know. Lagerlevel. Kann ich da was draufklicken? Nee. Dock. Frei, 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 frei. Okay. Ob da sind komische Platzhalter. Täglich 8 bis 2 Uhr. Genau da. Wollten wir auch mal gucken gehen. Ernennen. Bedingungen für Spiele. Spielersuche nicht erfüllt. Während zeitlich begrenzten Events können nur Elite-Spieler oder Offiziere die Hauptinsel betreten. Okay. Speisesaal. Genau, da habe ich... Ach, kann ich... Nee. Okay. Man kann zwischen 11.30 Uhr und 14 Uhr kann man sich, glaube ich, ein Mittagessen abholen und zwischen 17.30 Uhr und 20 Uhr kann man sich ein Abendessen abholen. Das hat auch einen Vorteil, den dann das Lager hat. Versorgungsstation. Ach, hier kann ich die Sachen dann eintauschen. Okay. Hier kann ich dann... diese Währung eintauschen, aber ich würde den Teufel tun, Holz dort zu kaufen, wa? Okay, vielleicht kommt hier noch was dazu. Elektrofalle. Eine elektrische Falle, die den Feind betäubt und ihn über längere Zeit Schaden zufügt. Kann nach Beschädigung oder Zerstörung wieder repariert werden. Wird bei der Verteidigung von Stützpunkten in Filtrationsmodus verwendet. Maximale Verteidigung wird von allen Befestigungen geteilt. I don't know. So, aber wie kann ich das Gebäude an sich, das Lager an sich, aha, aufleveln? Aha, zu den Lagergebäuden zählen das Lagerzentrum und seine 5 Zusatzgebäude, die Versorgungsstation, das Trainingslager, der Speisesaal, die Kammer und das Dock. Alle anderen Lagergebäude müssen ihr maximales Level erreichen, bevor das Lagerzentrum aufgewertet werden kann. Zusatzgebäude können kein höheres Level als das Lagerzentrum haben. Lagerverwalter können das Level von Lagergebäuden erhöhen und Siedlungsgebiete entwickeln. Ein bestimmter Betrag an Lagergeldern wird täglich um 4 Uhr für die Lagerwartung abgezogen. Die benötigte Summe der Wartungsgelder richtet sich nach dem aktuellen Level der Lagergebäude. Wenn die Lagergelder nicht ausreichen, um für die regelmäßige Wartung zu bezahlen, werden alle verbleibenden Gelder eingezogen und das Lager verfällt. Sobald es wieder genug Lagergelder gibt, um für die regelmäßige Wartung zu bezahlen, befindet sich das Lager nicht mehr im Verfall. Wenn ein Lager 72 Stunden lang durchgängig verfallen bleibt, wird es herabgestuft. Ein Lager auf Level 1 wird aufgelöst, wenn es herabgestuft werden muss. Also das sind halt so die Sachen, um die Leute am Spielen zu halten und um inaktive Spieler halt auszusortieren oder inaktive Lager. Das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Hat man ja bei vielen Spielen, dass man irgendwas täglich bezahlen muss oder wöchentlich bezahlen muss. Und wenn die Leute halt aufhören zu spielen, damit sich die Datenbank so aufbläht oder werden die ganz verfallenen Lager einfach weggehauen, ne? Guten Abend, Schatten Wolf. Guten Tag oder guten Abend, guten Abend. So, aber was kann ich jetzt hier noch machen? Ich habe keine Ahnung. Hier ist zum Beispiel Materiallogistiker, unser Stammlieferant. Ach so, das habe ich ja schon gemacht heute, genau. Vorratskoordinator des Lagers ist mit, genau, abgeschlossen. Da musste ich einfach nur durch die Gegend fahren, was einsammeln, was abliefern, fertig. Musste ich noch nicht mal kämpfen, aber da habe ich dann halt auch, das kann man Montag, Mittwoch und Freitag von 4 bis 24 Uhr machen. Geht's, ne, zu einem Typ hingehen, was einsammeln, woanders hingehen, abliefern, bist du durch die Gegend fahren, fertig. Da kann man halt auch nochmal Punkte sammeln. Hier gibt es noch irgendein Symbol auf der Karte. Achterbahnbetreiber. Mit dem können wir noch nichts machen, okay. Genau, da war das Karussell. Wer ist hier? Überlebenslehrer. Lagerdienstoffizier. Dienstmission. Okay, da brauchen wir wieder ein Team für, ja. Der Diensttrupp heißt nicht willkommen. Jede Woche gibt es im Lager eine Liste mit verfügbaren Aufgaben. Führe dein Team um die... Ja, genau. Jetzt ist leider heute keiner da für Team, wa? Was ist der Sinn des Spiels? Überleben, Spaß haben, Holger. Was ist der Sinn von Last Day on Earth? Was ist der Sinn? Ja gut, was soll das? Es gibt sogar einen Sinn. Weil da gibt es ein Ziel. Hier ist dann auch 4 Jahre nach Ausbruch einer apokalyptischen Seuche oder was. Gibt es ja auch natürlich wieder Zombies und rivalisierende Gruppen. Da gibt es die Reavers und die Clowns und die Raven. Wir sind Mitglied der Raven. Ich glaube, jeder Spieler muss Mitglied der Raven sein. Verschiedene Intrigen und Leute, die gegeneinander kämpfen und weiß ich was. Mutanten storymäßig gibt es ja genug. Das wäre nämlich mein Plan B, wenn sich keiner findet für eine
Teamaufgabe. Also ein bisschen die Hauptstory weiterspielen. Ich bin mit dem Tutorial noch gar nicht fertig. Ich habe 50 Spielstunden, um jede Menge Tutorialaufgaben zu erledigen. Kommandant, der das gegnerische Lager angreift. Nö. Mit dem sprechen wir gar nicht erst an. Was haben wir hier? Trainingslager? Vermutlich, wa? Wer ist da? Wer ist gekommen? Dennis, guten Abend, guten Abend. Ne, wir hatten jetzt die Sirene gespielt. Rainer hat die Sirene gespielt. Schnappi zockt Hallo zusammen. Ja, hallo. Sinn von LDO ist Langeweile zu bekommen. Ja, genau. Trainingslagerverwalter. Was kann man denn hier? Trainingslager. Genau. Ja, hier kann man halt diese Punkte, die man sammelt über die Aufgaben. Lagerarbeiter kann man hier eintauschen. Erhöht Schaden gegen Zombies, Menschen und Tiere. Erhöht maximale LP. Habe schon alles einmal gekauft. Erhöht Schadensverringerung gegen Zombies, Menschen und Tiere. Erhöht kritische Treffer. Kann man jetzt auch noch diese Punkte da eintauschen und hier ein Level steigern. Genau, das konnte man ja vorher schon für die Talentpunkte. Und hier können wir jetzt noch für die Lagerpunkte und Lagerbeitrag eintauschen, ne? Dann LDOE löschen, genau. Taxi Ritchie, Hallöchen. Ja, Rainer, mir wird's ja gerade auch ein bisschen Fahrt, ne? Jetzt ist das Event wieder vorbei, jetzt treibt mich auch wieder nicht mehr so viel nach Last Day on Earth. Lagerwettkampf. Rangliste, ne? Jedes Lager hat zwar Wettkampftrupps und Übungstrupps, okay. Aktuelle Trupp Nil, achso, nicht vorhanden. Dieses Lager hat 2 Wettkampftrupps und 8 Übungstrupps. Tritt einem Trupp bei, um am Wettkampf teilzunehmen. Der Charakter hat das Level 30 erreicht. Tritt einem Lager bei, um am Lagerwettkampf teilzunehmen. Du musst in einem Team aus maximal 12 Spielern sein, um daran teilzunehmen. Jedes Lager kann 2 Trupps zum Wettkampf schicken. Die Truppmitglieder werden vom Anführer, stellvertretenden Anführer und den Lager und den Verwaltern ernannt. Administratoren werden gebeten, die Aufstellung bis 20 Uhr am Mittwoch und 20 Uhr am Freitag anzureichen. Das sind wieder Zeiten, da kann ich noch nicht spielen. Andernfalls kann die Teilnahme nicht garantiert werden. Neben den 2 Wettkampftrupps gibt es auch 8 Übungstrupps. Anführer, stellvertretender Anführer und Verwalter legen die Aufstellung der Trupps fest, aber Spieler können auch nach Belieben beitreten und austreten. Du kannst das Team wechseln, bis der Zuweisungszeitraum vorüber ist. Okay. Also jetzt hat sich durch das Lager nochmal eine ganz neue Dimension an Aufgaben und Spielmöglichkeiten aufgetan, wa? Ja, und dann kam ja heute auch noch wieder ein neues Game raus, was ich eigentlich spielen will. Natürlich, wenn man auf Twitch guckt, jeder Mensch streamt gerade Nightingale. Obwohl ich sagen muss, es gefällt mir nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, was ich bisher gesehen habe. Müssen wir mal gucken. So, genau, Kammersekretär. Bauplan für Unterstützungsumzug. Nee. Ziehe ich denn jetzt gerade um oder was? Nee. Ja, los. Was du jetzt? Nee. Stopp. Was steht los? Was hast denn los? Kann man das mit dir zocken? Wer, was denn? Das Spiel hier? Ja, klar. Bei mir am Discord gibt es sogar einen eigenen Kanal dafür. Jeder ist willkommen, jeder kann mitspielen. Ob man nur so vor sich hin daddeln will oder was erreicht. Gut, wir sind halt so eine Truppe. Wir spielen alle nur so. Des Daddelns willen, ne? Weiß jetzt nicht, so Hardcore-Ambitionen habe ich ja nicht in dem Game. Jetzt irgendwie hier Platz 1 in irgendwelchen Listen oder so. Speisesaalverwalter. Nur für begrenzte Zeit. Achso, genau. Ist was? Das ist vorbei. Essen geht nicht mehr. 20 Uhr ist vorbei. Abendessen gibt es keins mehr. Tägliche Vorräte. Ach genau, hier kann man auch versorgen. Ich wollte aber heute kein Gold ausgeben und diese Dinger hier, keine Ahnung, wie ich da rankomme. Gutscheine. Habe ich für 500 Silber so eine Mahlzeit gekauft. 6 Mann haben wir heute schon was gekauft. Okay, und damit unterstützt man auch das Lager, bekommt man auch wieder was dafür, ne? Und Speisesalaten, was ist das? Kann nur einmal am Tag gekauft werden. Texas Limit 1. Fisch mit Honigglasur. Bringt dir bei, wie man Fisch mit Honigglasur zubereitet. Erhöht Fähigkeitsstärke um 24 für 9. 100 Sekunden. Hola, Silver Girl, Alicia. Muss man das kaufen? Das ist ein Rezept, ist wahrscheinlich beschränkt, ne? Ich hab nur 700 Korb, kann man kaufen. Zack und direkt lernen. Jetzt kann ich Fisch mit Honigglasur. Ich weiß, es ist dann gegrillter Fisch mit Honigsoße. Hier ist es, okay.
Das haben wir schon, das haben wir auch schon, ja. So, haben wir sonst noch einen nicht, was hat er hier? Baumaterialhändler. Wegelein, okay. Ja, bei dem kann man halt kaufen. Muss man jetzt nicht nur, kann man jetzt nicht nur in der im Raven-Unterschlupf, kann man jetzt auch hier. Was haben wir hier noch? Trennungsverfahren? Was? Den kann ich gar nicht anquatschen, okay. Haben sie sich scheiden lassen? Ist das ein Scheidungsanwalt? Sieht schon fast so aus, wa? Oh, der ist sympathisch, der hat einen Flaschenöffner am Gürtelbund. Wichtigste Utensil, was man haben kann. Ich glaube, das haben wir. Ah, ich kann schon ein Foto machen. Oh, vor unserem tollen Karussell, genau. Ja, ansonsten werden sich jetzt. Oh, wieso geht's mir denn so schlecht? Warte mal. So, die habe ich eben gepflückt hier. Was ist das? Bergwinde. Exklusiv in Lagern ist diese Art von Winde häufig in Felsengrad zu finden und äußerst widerstandsfähig. Kann in der Nähe im Felsengrad gesammelt werden. Ja, und wofür ist es gut? Zum Recyceln bringt das Geld. Zweimal bringt zwei Silber, okay? Ich habe da eben ja diese Blumen da gesammelt. Genau, Fischen war ich heute auch schon. Hab meine Angelpunkte-Folge gemacht. Das ist mit Automatikfischen ja total easy. Habe ich hier die Fähigkeiten. Hier, ne? Habe ich das Fischen ein bisschen hoch gemacht. Angeln, Level 11 mittlerweile. Das bringt den Vorteil, dass ich hier Wartezeit beim Angeln. Angelfertigkeiten, irgendwas gibt es hier. Automatisches Angeln. Nö. Doch hier. 8 LP mehr, wenn ich den Titel ausrüste, okay? Wie gesagt, weil ich auch noch für mein Stützpunkt noch sammeln war. Die Sammelpunkte habe ich auch schon voll, meine Ressourcenwissen für heute. Also die Frage war, tu mal. Sonst gucke ich, dass ich hier jetzt wieder noch ein paar Aufgaben mit einer Random-Gruppe oder so mache. Wenn aus dem Lager gerade niemand online ist. Schnappi, was mit dir? Kommst du noch mal online? Bist du online? Ist Netty heute Abend leider nicht da und Toni ist nicht da. Ich hatte gedacht, dass wir hier diese Aufgaben, die wo man ein Team für haben muss, mal auf der Dings hier machen kann. Im Lager. Welche Gruppe? In das Lager hier, weiß ich, da musst du, glaube ich, ein spezielles Level für erreichen. Level 10 musst du werden im Spiel. Dann kannst du auch dem Lager beitreten, dann suchst du einfach nach Chemie. Was habe ich denn hier noch? Freudenfeuer. Eingefordert 85, okay. Romantischer Tanz für zwei. Die durch Kameradschaft. Okay, weitere Geschenke. Ich habe Geschenke bekommen. Romantische, okay. Normales Geschenk. Wie sammle ich das ein? Achso, hier eingefordert, okay. Okay. Keine Ahnung. Ich sammle wieder Sachen ein. Genau. OP Max, weiß ich nicht, wer das ist. Dennis, weiß ich nicht, wer ist. Kuma, weiß ich nicht, wer ist. Also Leute, wenn ihr mir Freundesanfragen schickt, dann sagt mir irgendwo Bescheid. Schickt mir eine Discord-Nachricht, schreibt mir auf Facebook. WhatsApp kann mir keiner schreiben. Ich weiß jetzt nicht, wer OP Max ist. Ich nehme jetzt erstmal nicht die Freundesanfrage an. Ich weiß nicht, wer das ist. Gibt es wieder irgendeine Belohnung? Okay, alles einfordern, alles löschen. Lager. Du bist im Lager vor 24 Stunden beigetreten. Lagerbeitrag in Höhe von 344 wurde gerade freigegeben. Insgesamt wurden dir damit 20% des eingefrorenen Lagerbeitrags zurückerstattet. Okay. Einsammeln. Alles einfordern, löschen. Okay. Das ist schon eine Aussage. Du bist OP Max, da können wir schon mal die Freundesanfrage annehmen. So, zack, akzeptieren. OP Max als Freund hinzugefügt. Du bist erst Level. Du bist auch schon Level 39. Warte mal. Wie kann ich dich denn. Kann ich dich? Nein, kann ich nicht. Warte mal, hier geht das, ne? Warte. Geht das hier? Lager. Bewerbungen. Ich kann mal offene Bewerbungen. Nein, aber nicht. Kann man irgendwelche. Kann man Leute einladen? Ich muss, glaube ich, vor dir stehen, um dich einzuladen. Ansonsten musst du einfach nach Chemie suchen. Dann kannst du im Lager auch beitreten. Hier kann jeder beitreten ohne Genehmigung.
So, Schnappi ist im Discord. Mal gucken. Ich zieh dich mal in den versteckten Kanal. Da komm ich selber auch noch rein. Hallo, 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 hallo. Hallo. Juro, hab dich schon mal in den versteckten... Ich muss einen Ton ausmachen. Hab dich mal in den versteckten Kanal runtergezogen. Ja, gibt es so einige Aufgaben, die man nur als Team machen kann fürs Lager, ne? Warst du vorher schon mal in einem Lager? Weißt du, was da zu tun ist? Oder sollen wir einfach mal blind reinspringen? Ich hab ja heute ein gemacht. Ja, so Solo-Dinger, ne? Die man alleine machen kann. Nein, bleib mal ruhig. Warte mal, Lager. Da muss ich mal bei. Ja, Terminplan, ne? Ach, hier ist schon richtig viel Offstream gemacht. Tut mir leid. Ich will ja noch Goldmünzen verdienen. Ja, ich hab eine Kiste, hab aber keinen Schlüssel. Oh. So, Jimmy, da ist Jimmy. Stützpunkt besuchen. Nee, ich bin noch gar nicht im Stützpunkt. Ich bin noch gar nicht im Lager. Genau. Wenn ich Stützpunkt anzeige, dann sehe ich auch, ob du ein Lager bist oder nicht. Kann man ein Lager verlassen? Oh, weiß ich nicht, ich war noch nie in einem Lager. Jetzt vorher. Weißt du das, wenn man ein Lager verlässt? Ja, das geht auch. Irgendwie war das, aber frag mich nicht genau wie. Da, Lager. Da steht dann Lager verlassen. Ja. Oh, hier, ja. Warte. Nee. Gebäude verlassen. War da eben. Das weiß ich nämlich nicht. Ich versuche mal in dein Steam zu scrollen. Da bist du falsch. Das zweite? Was, wo das? Wo das zweite? Sorry, Jasmin, jetzt war ich wahrscheinlich zu schnell, wa? Bei Lager hier? Das zweite? Und wenn man dann da selber in einem Lager. Ach, hier Camp verlassen, hier steht's doch. Ja. Hier steht's doch, genau. Mein Name ist cool, wenn du, ne, da oben auf dieses mit den vier Quadraten gehst, dann auf Lager, dann hier, das mit den drei Mannequins, dann hast du hier unten links Camp verlassen. Und Paco, hallöchen, hallo, guten Tag, guten Tag, guten Abend. Hä? Ach, guck mal, Dennis ist auch gerade beigetreten. Vorübergehendes Mitglied, aber das ändert sich dann von alleine. Auch schon Level 109, hau mir ab, ihr alten Suchtis. Na, ich komm zur Zeit nicht weiter. Warum? Du bist auch schon über 100, ne? Nee. Was habe ich eben gesehen? 92. Ja, 92, okay. Ja, ich bin jetzt bei 80. Na, ist OP Max, genau. Auch gerade beigetreten. Ja, cool. Haben wir schon 9 Mitglieder. War wunderschön. Ja, es kann halt jeder, wie gesagt, täglich ein paar Aufgaben machen, wo er alleine machen kann, um Punkte zu kriegen. Wäre schön, wenn die dann noch jeder macht. Habe ich ja schon. Da gibt es halt auch Gruppenaufgaben oder Teamaufgaben. Ja. Wo war ich denn jetzt da wieder? Ich muss mich erstmal den Termin planen, genau. Und dann? Nee, doch. Nee. Oh, nee, Lager. So, jetzt unter Menüs immer. Genau, Lager und dann hier das Fähnchen da, genau. Und da steht der Jimmy. Lauf ich jetzt wieder hin? Das laufe ich wieder irgendwo automatisch hin. Hat sie einfach schon gemacht. Mal nicht weg! Drehst du dich mal um? Da habe ich das schon gemacht, die bei Kröte, okay? Warum steht denn immer noch ein Los? Wie siehst du aus? Wie siehst du denn aus? Mit Krawatte, okay. Ein Strichcode auf der Jackentasche. Mhm. Hemdtasche oder da, okay. Kannst du mal 90 Tag sagen? Ja. Ja, mein Gewehr. Oh, warte mal, ich hab was verkauft. Warte mal. Zeig dir mal was. Ich hab wieder was verkauft. Ah, guck mal. Oh. Nein.
Ich hab 600. Ja, ich bin ja gerade dabei, hier Gold zu verdienen, damit ich mir den Plan kaufen kann irgendwann mal. Oder eine Waffe. Schnüppelgrüzi. Meinst du das hier, was ich in der Hand habe? Ist das diese Schildgewehr-Dings da? Ja. Ja. Hier, für das hier, ne? Ja, kannst du ja. Kannst du das auch kombinieren, oder was? Mhm, kann ich auch. Ja. Nee, jetzt hast du aber das normale Gewehr, oder was, ha? Okay. Nee. Doch, du hast jetzt ein Sturmgewehr. Das ist nicht, oder... Ach so, das klappt dann da vorne aus, das weiß ich Ding. Aber das ist komisch, den Skill habe ich halt schon, aber das passende Gewehr dafür nicht. Oder die schwere, weil ich habe doch gar keine schwere Waffe. Was ist denn meine? Meine ist... Ich habe ja diese MP hier. Level 80. Ja, oh guck, da ist OP-Max auch, hey. Ah, okay. Aber ich spiele ja gerne... Ja, guck mal, der ist Level 39, hat schon einen Hund. Ich bin 80, hat noch keinen Hund. Die Quest muss ich auch noch machen. Ich habe zwei Hunde. Liegender Teppich, auch ein cooler Name für einen Hund, okay? Und die Minigun hast du auch, okay? Ja. Ja, ich habe noch gar keine schwere Waffe. Meine Mission heißt ja, ich soll eine schwere Waffe kriegen. Oh, guck mal, Paco kommt auch. Was meinst du, wie die abgeht? Fertig? Ich werde beschossen. Warte, hier so, Schild. Baller nicht zu viel von der Munition. Da brauchst du doch dieses Spezialzeug für, nein, ne? Normale. Ja, okay, okay. Dauert bloß immer ein bisschen lange, bis er sich auflädt. Die lädt sich immer ein Stück mal so auf. So, winke mal ein bisschen. So, winke, winke. Ich weiß ja nicht, diesen Teamaufgaben-Dingern da war ja eins dabei. Warte mal. Irgendwie Lucky anpasst nach dem Level. Lucky rufen. Da ist er. Ja, stimmt, du hast Lucky und Nacken, ne? Nee. Ja. Nee, Schnappi. Schnappi. Schnappi, ne? Schnappi. Oh, das ist dieser japanische Hund, ne? Das ist der japanische. Und der süß gezüchtet ist, genau. Der andere ist der Husky und Schnurri ist die Katze. Da habe ich auch, ich habe gar kein Haustier. Wenn du die Mission machst, Tutorial, dann kannst du Haustiere adoptieren. Ja, bis zu dem Punkt habe ich noch nicht durchgespielt. Warum habe ich da oben noch einen roten Punkt dran bei Vorteil? Hab ich schon alle eingesammelt, okay? Sonst weiß ich halt nicht, ob wir der Kombination hier irgendwas reißen können. Weiß ich nicht. Ja, ich auch nicht. Festungspatrouille können wir auf jeden Fall machen. Ist halt aber für Silber. Ich wollte ja die Dinger machen, wo es Gold gibt. Diese wöchentlichen. Wöchentliche Belohnung 0 von 10. Luftlandeversuch, Wald. Nee. Bilde ein Team aus drei oder mehr Spielern, um im Raven-Lager abgeworfene Leuchtpistolen zu bergen, um Hilfe zu rufen und die wertvollen abgeworfenen Vorräte zu schützen. Kannst diese Belohnung bis zu 10-mal pro Woche erhalten. Da gibt's halt Goldmünzen für. Und von 10 bis 23 Uhr machen, noch eine Viertelstunde. Heilung. Ansonsten gibt's noch Streit um Gas. Benzinressourcen zu bergen, die vom Transporttrieb zurückgelassen wurden, als du von der Old Gang angegriffen wurdest. Achso, oben fängt's an. Bilde ein Team aus bis zu drei oder mehr Spielern. Du kannst bis zu 5 mal pro Woche Belohnungen erhalten. Ja, hier gibt's auch Goldmünzen für. Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag kann man das machen von 10 bis 8. Es geht auch nur bis 23 Uhr. Ach nö. Ja, das ist so manchet. Also sind halt viele Aufgaben, die sind irgendwie dann. Auch hier, die eine davon, von 19.30 Uhr bis 19.55 Uhr oder sowas, gibt es da auch so Aufgaben. Ne? Das sind aber Zeiten, da werde ich niemals online sein können. Wir sind da jetzt noch. Ach, das ist Paco. Aber ja, spielt er mit Lucky. Das ist die Frage, oder ich mache noch irgendwas alleine.
Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich bin gerade erstmal schnell hier bei meiner Dinger aufzuwerten. Also die ganze Ausrüstung? Ja, ja, die. Wo die Plattenpanzer und so ein Kram für brauchen, ne? Nee, ja, die Punkte, die komischen. Ja, ansonsten würde ich, keine Ahnung, Hauptquest-Reihe weitermachen. Warte mal. Ach, der falsche Button. Ah, jetzt. Beziehungsweise mal gut, das ist auch hier. Guck mal, Tutorial Asphalt Cowboy wäre auch so ein Ding, was ich noch machen will. Ich hab noch ja, gar nicht... den habe ich freigeschalten. Ja, ich noch nicht, siehst du mal. Genetisch das Rekombinationsprogramm. Keine Ahnung. Ja, Sperrzone ist nicht. Angriff auf der Stahlinsel ist nicht. Haustier, ja. Soll man machen? Tipp von Kati. Ich weiß es halt nicht, ne? Moin, sind 4 Dollar. Oh, wenn ich dann durch hier. Wenn, dann musst du was aussuchen. Ja, was man machen könnte, wäre jetzt dieses, Hast du schon die täglichen, Vorräte gemacht? Ja. Anfrage auf Lagervorräte? Was man alleine machen kann, habe ich im Prinzip schon alles gemacht. Gut. Nur für begrenzte Zeit, Freundfeuer, Luftbasis. Und es ist beendet, abgeschlossen, Siedlungsmission abgeschlossen, Anfrage auf Lagervorräte abgeschlossen. Mhm. Ja, wie gesagt. Linie halten, tägliche Vorräte, Stammlieferant. Ich habe Aktivität schon ziemlich hoch heute, 65 schon. Weil Lagerfeuer hatte ich mit Netty Party schon gemacht. Jetzt ist beendet, das kann man eh nicht mehr machen. Es ist wahrscheinlich Zeit vorbei, ne? Da kannst du gut Silber kassieren. Ja, aber steht dran beendet. Ja, ich weiß. Sperrzone, sagt gerade, die soll man lassen oder was, ne? Mhm. Hüte dich vor den Beatles. Genauso wie vor anderen Spielern. Schließe dich mit Freunden zusammen, überwinde die Sperrzone, finde die Schließkassette der Eagles, rufe Raven Helikopter. Gegen eine große Belohnung abzutransportieren. Du kannst bis zu 5 Eagle-Schließkassetten pro Tag absolvieren. Abtransportieren. Okay. Nee, weil sonst ab 93 krieg erst wieder neue Missionen zur Verfügung. Hast du alles schon fertig? Nee, er macht nicht weiter bei Missionen. Obwohl ich 93 bin. Verlorene Stadt und die anderen zwei solltest du täglich machen. Oh. Hast du schon Stadt gemacht? Verlorene Stadt habe ich nicht. Ich habe halt alles das gemacht, was ich alleine machen konnte. Hier Solo. Ne, 0 von 0. Okay, habe ich nicht. Das habe ich gemacht. Stammlieferant. Tägliche Vorräte. Linie halten. Da musst du ja noch nicht mal gewinnen. Da musst du nur rein und das machen. Ich war irgendwie nach 3 Sekunden tot und war erledigt. Strahlungsinsel. Keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Jedenfalls habe ich 10 von 10 Aktivität. Anfrage Lagervorräte, genau. Siedlungsmission habe ich gemacht. Verlorene Stadt sollte man täglich machen. Team. Das geht ganz täglich, okay. Kehre in die verlorene Stadt zurück und suche nach wertvollen medizinischen und militärischen Vorräten. Ab 3. Nö. Ab 3 Teammitglieder. Kann unbegrenzt oft abgeschlossen werden. Belohnungen werden nur für den ersten Abschluss des Tages gewährt. Da steht aber. Achso, 3 bis 4 Spieler. Ach, da steht's. Okay, wenn ich jetzt auf losgehe. Ach, das ist das Ding. Das können wir machen, wa? Ja. Warte mal, wie ging das jetzt hier? Team. Erstellen. Lager, Nacken, jetzt haben wir so viele online. Nee, kein Mikrofon. Nacken, Paco will noch mit, OP Max will mit. Wer von euch ist Dennis? Der Rebell, verlorene Stadt. Achso, haben wir gerade schon gelesen. Und sonst noch jemand ins Team? Ich muss mal schnell ziehen. Oh, warte mal, ich mach dich in die Kamera mal aus. Und zwar stoppelt. Weil das ist eine kalte Dennis, Region. Dennis. Willst du auch ins Team? Wollen wir hier das Dings da machen? Schon wieder weg. Verlorene Stadt. Das wird ja irgendwie angepasst dann ans Team oder sowas, ne? Mit, okay, warte, Team hinzufügen. Lager. Dennis.
Jetzt haben wir nur einen Platz frei. Paco oder Max? Paco, nein, bin schon weg. Okay, okay, okay. Max doch mit, mein Name ist cool. Ich lade ihn einfach mal ein, wa? Ja, gucken wir uns das mal an. Ja, wa? Das Team ist voll, ne? Genau, vier Mann zum Event. Nein, jetzt muss ich hier. Warte mal, wie geht das jetzt? Gehe ich auf den Terminplan, gehe ich auf verlorene Stadt. Und dann gehe ich auf los, ne? Teilnahme Level 13. 3 bis 4 Spieler sind wir. Das haben wir doch letztens auch schon gespielt, ne? Los. Ah, okay. Ja. Los. Tausender Wertung schon, okay, ich bin bei 11.000. Kannst ein Geschenk anfordern? Was? Wo Geschenk anfordern? Suche in der Stadt nach Kisten mit Materialien und verteidige dich gegen Zombies. Ja, können wir hin, ne? In der Stadt auf die Messe Ressourcen. Okay. Da, wo ist das X? Ah, da. Wieder alle, okay. Das geht aber schnell, ne? Yes. Oh, ist ein Fässer, vorsichtig. Wo muss man lang? Ah, da. Hol die Vorräte. Hat er gerade Granate geworfen? Der Zombie. Versucht das Gelbe auf der Brust zu schießen, ne? Mit so viel kritischen Schaden oder sowas, ne? Boah, was frisst denn der? Oh, das sind schon wieder alle. Ist immer mehr neue oder ist das begrenzt? Nee, kommt immer mehr. Also bis wir die Vorräte gesammelt haben oder was? Ja, ich lauf. Also wir sind bloß zur Unterstützung hier. Ach so, okay. Ich habe heute also schon mal gemacht. Patronenhülse, Schrauben, okay. Aber kann nur einer looten oder was? Kann nur einer looten. Ach so, dann lass ich gleich wieder anderen was übrig. Weil meine 19 die haut rein. Ja, hier in der Truck ist was, wa? Kann mal wer anders looten gehen. Oh mein Gott, das Geräusch ist cool, wenn das Magazin fast leer ist, ne? Will einer looten hier? Na, na? Okay, dann geh ich. Ja gut, die Leute im Stream, die hören das natürlich alles jetzt nur mit Verzögerung, ne? Kritische Schaden muss doch immer auf dem Kopf. Into the city, okay. Lad vorher deine Munition auf. Da ist irgendwo eine Kiste oder sowas. Ach hier, die dicke. Oh lol. Ah ja, ist so sonst aufladen, okay. Springt da hoch, kann er nicht. Doch, nee, kann er nicht. Oh, so ein dicker. Oh oh. Schieß weiter. Ich komm ja schon. Der da, komm raus. Oh,
Ist er weg? So, okay. So, Bertha ist Azimmer. Ja, aber ich hab hier noch so ein Ding auf der Minikarte. Hier ist noch irgendwas, aber ich finde es nicht. Ach, das ist die Munitionskiste. Oh. Jimmy. Wie befeuert wollen Sie sein, Jimmy? Keine andere Wahl, let's go, okay. Hey ho, let's go, Staff hat das gar nicht da, ne? Muss ich mal gleich beeilen, okay. Na, die gelben Zahlen sind aber kritische Treffer, ne? Ja. Ich finde das so geil gemacht, dass der Sound, wenn du in einem Gebäude bist, dass der Sound dann anders ist, ne, von der Knarre. Richtig gut gemacht. Sonst nichts, ne? Nee. Oh, hier doch, die ganzen Regale hier. Antikörper, cool. Das Hilfekasten. Oh, hier, zack. Zack. Was haben wir hier? Bleib. Sishi. So, jetzt kommt das lustige Ende. Warte, ich muss noch sammeln. Warte, ich muss noch sammeln. Was hat er? Seid ihr schon weiter? Du musst die Regale noch leer räumen. Ja, mach doch. Wir schreien dann, wenn der Dicke kommt. Ja. Schreit am besten erst, wenn er tot ist. Ach, stimmt, kann einer das fette Geschütz da benutzen. Ja, genau. Hau so ab! Bleib doch hier! Bleib doch nicht weg! Oh, von hinten kommen welche! Was müssen wir machen? Was müssen wir überhaupt machen? Parteien! Die Zombies nicht über den Zaun kommen! Ach so. Jetzt kommt der Richtige! Lass dich nicht verprügeln. Ach der. Auch noch. Uah. Jimmy, ich hab ein Heilungsding hier hingestellt. Ja, mir geht's aber gut. Ich bin ganz verletzt. Zum Glück ist hier kein Friendly Fire, er hätte schon so viele Kugeln im Rücken. Geh weiter, wir sind mal am Ziel, cool. Wo lang denn? Da hinten. Weiter. Sag mal nach. Deine Munition. Jetzt musst du aber deine eigene nehmen. Weil hier ist Kiste weg. Nee, hier ist noch eine Kiste. Hier hinten die, ich will noch ganz von hinten. Rebell, bitte nicht so viel spoilern. Ist hier mal fein. Und der hat auch Loot. Verbannt. Nee, Spoiler, das ist doch eine Game Mechanik, ne Rainer? Ich hab bisher gedacht, man müsste gucken, was man auf diese gelben. Ja, die haben auf der Brust so ein gelbes Symbol. Klar, Kopfschaden haben wir auch schon festgestellt. Kopf ist Headshot macht auch mehr Schaden. Und dann haben die auf der Brust ja auch immer noch so ein Symbol, ne? Hier, dieses gelbe. Wenn man das trifft, dass man da auch kritische Schaden macht. Ansonsten, ja, man geht ja sowieso. Bei anderen Spielen ist man auch gewohnt, immer am Kopf zu gehen, ne? 51 Minuten haben wir noch. Oh shit, schaffen wir das? Ja. Was kann man hier machen? Gar nichts. Durchrennen, jetzt kommen sie. Na nach! Jetzt kommt gleich der Endgegner. Oh, mein Schild ist gerade gelitten. Ich bin getroffen worden, nein!
kann ich ja Blumen ablegen. Nee. Nee. Das geht hinaus, bleib wachsam, okay. Jetzt kommt der Große. Viel Spaß. Wow. Wer ist da? Bin da. Wer Bam. Da? Sehr schön. Ah, nicht hier drin. Hier drin ist doof, oder? Lass mal wieder rausgehen. Und oh, Scheiße! Ich bin nicht ganz zu ausweichen. Ich muss erst mal in Deckung gehen. Haben wir gerade den Hydranten kaputt geschossen und da kommt das Wasser raus? Oder war das vorher schon? Nein, jetzt wollte ich wegsliden, da stand so ein Hütchen, ja super. Wieso gehst du Drecksau immer auf mir? Weil du der Stärkste bist, du bist der Gefährlichste. Oh, bist du ja gar nicht, ne? Aha. Guck mal! Geil! Als die Löcher in die dran schießt, da kommt da Wasser raus. Ja, hab ich schon. Was ist das denn? Hey! Weißt du, wer denkt denn an sowas in so einem Spiel? Verbind dich nochmal schnell, oder was? Ich hab es Hunger. Ansonsten geht's mir gut. Aber warte mal, ich will die Dinger schon nehmen, Munition verladen. Leiser. Immer Druck abbekommen. Mehr Krollen. Wo ist die Pferd da? Komm her. Oh. Und was schön auf dem Nacken, ne? Das ist der Kopf, jawohl. Ah! Das ist aber auch eine Munition hier. Nee, nicht hinrollen, das ist dumm. Oh, wieso machst du so viel Schaden? Weil du betäubt bist, wa? Ich muss auf den gelben Bauch muss schießen. Ah. Wer tankt denn da gerade, Dennis? Verwunden, konzentriert. Okay. Wo sind Zombies? Wahrscheinlich müssen wir auf die Zombies aufpassen. Oh, weg. Ja, da sind die Zombies, okay. Grenade! Ableckungsgranate, jawohl. Du wirst hier leider keinen Schaden machen bei mir. Ich blocke so ein okay. Alles cool. Ja, noch mehr Zombies. Heilung! Ich muss die Waffe wechseln. Bin da! Wer noch? Netti, hallo! Spät! Was heißt zu spät? Aber wir sind hier gerade in so einem technischen Dingsibums hier. Mach doch mal kaputt, der hat immer viel Leben. Ich hab nur 53 Schuss Munition. Oh nein, wie kann ich den aufheben? Wie kann ich den aufheben? Ah. Jawohl. Riesenverderber. Siegt, okay.
Also viel Munition hatte ich jetzt nicht mehr. Ich habe noch 53 Schuss. Warte, nee, stimmt nicht. 60 Schuss habe ich noch. Die dicke Bertha leer, der Sturmgewehr leer, jetzt noch die AK. Darum renne ich ja immer mit. Jawohl. Mein Dennis hat es durchgezogen. Ja, ich aber auch. Doppelt so viel Schaden wie ich gemacht, okay. Heilungsspitz nacknackt. Du hast die meiste Heilung gemacht, okay. Ja, was war dann, ne? Neue Aufzeichnung? In Ordnung. Verlassen, ne? Anteilsergebnisse. Okay. Kann speichern. Das Problem hängt gerade bei mir. Zwecks Internet. Nee, okay. Zwecks Internet. Diesmal liegt es nicht an mir. Nee. Bei mir. Was tust du? Ich habe mit Lagermitgliedern gespielt. Hast mich allein gelassen, Schatzi? Was? Was? Annette? Was? Silbergold oder was? Und Donnerlöschen, Löschen. So, jetzt habe ich hier Belohnungen bekommen. Tauschen bekommen. Die habe ich bekommen. Seltenes Metall oder seltene Schuppe, okay. Oder von jedem eins, okay. Was haben wir noch bekommen? Nix. Ja, das Zeug da halt, okay. Das seltene Metall brauchen wir ja für was zu bauen, ne? Hat doch auf Discord einer gefragt, wie man da dran kommt. So, wer hat da eben was geschrieben? Du kannst Geschenke einfordern, da wo die Quests sind, unten rechts die Ecke. Nee, wenn ich da draufklicke, kann ich was kaufen. Da, Belohnung einfordern, da kann ich irgendwas hier kaufen, aber ich habe keine Dinge, um das zu kaufen. Ach so, ich habe 2000 ausgeben, um 4 weitere zu kaufen. Ah, okay. Belohnung für Aktivität Level 60, Level 80. Ach, da muss ich einfach nur 7000 Silber bezahlen, dann kriege ich das alles. What? Okay. Letzte Woche? Ne, sag mal. Von der letzten Woche. 7000 ist ja fast nix, ne? Ah! Okay. Jetzt noch eine Kiste, okay. Material, seltenes Material. Zirkusbeschichtung, okay. Öffnen. Ach du Scheiße. Also immer noch. Guck mal, jetzt habe ich hier da auch noch voll. Ach du Scheiße. 500 Gold, jawohl. Was gibt's hier noch? Öffnen. Alles einfordern. Bang, noch mehr. Okay. Plünderer Rufladen. Achso, nee, das ist das. Wo war denn das da? So. Wo bist du da jetzt drin gegangen? Bei das andere? Terminplan? Oder was meinst du? Wo du jetzt das andere eingefordert hast. Mit einem Geschenk, meine ich. Ja, auch Terminplan. Und dann unten rechts hat dann ein Geschenk geleuchtet. Ein großes. Jetzt hast du das schon. Kann sein. So, Festungspatrouille, wollen wir das noch machen? Oder hast du das schon? Ist das Team aber noch voll, ne? Ja, Team ist voll. War die Nettie zu spät? Da ist die Nettie auch, guck mal hier. Ja, wenn ich dann nimmst du Nettie mit. Weil ich kann ja keine Punkte mehr kriegen, bei mir ist alles voll. Ach so. Ja, weiß ich nicht, ob Nettie die Punkte voll hat. Nettie wird auch Punkte voll haben, schätze ich mal. Ja, sie ist ja auch so eine Suchttante. Mit Nettie habe ich heute schon getanzt. Getanzt? Mhm. Ich kann euch was nerven, warte, ich kann euch was nerven. Vergiss es, dann packe ich die Dicker aus. Wenn ich jetzt wüsste, wie das geht, warte. Ging das denn? Vergiss es. Nee, was mache ich jetzt?
Wo ging das denn? Ah, hier. Ich bin weg. Ich bin weg. Zack, Truhe, du bist erhalten. Stimmt, ja, diese Buffs kämpfen jetzt auch. Hat der Chat ja auch noch nicht gesehen. Es gibt so Buff-Lieder, ne? Mhm. Da, vorspielen, E-Gitarre, dann muss ich hier CD, dann muss ich nur die ersten drei Töne richtig spielen oder sowas, ne? Da wird maximale LP, vorspielen, dann muss ich das drücken, dann muss ich das drücken und das drücken. Und das drücken. Genau. Jetzt habe ich uns gebufft oder so, ne? Genau, jetzt haben wir da einen Buff. LP für eine halbe Stunde. Mehr, können wir mehr leben. Das ist doch cool, oder? Nur weil man so ein Lied gespielt hat. Also selbst der Troubadour ist kein sinnloser Skill. Aber das kennt man ja von anderen Spielen, wo es da sogar die Rolle Barde oder sowas gibt. Da kannst du dann Stärkungslieder und Heillieder und weiß ich was spielen. Ja, willst du noch mal mit? Ich brauche noch 15 Aktivitätspunkte. Oh, nett, die hatte ich wieder gerne. Hat die sich wieder umgezogen? Ja, ja. Hat sonst so einen roten Dress angehabt, ne? Kommt sie nicht in Discord? Die hat doch schon wieder neue Klamotten. Jetzt hat sie wieder an. Nein, okay. Ihr Badeanzug. Auf dem Badeanzug haben wir doch Schlappen an und nicht so nur High-Heel-Dinger hier, oder? Das High-Heels? Sie macht Lucky scharf. Genau, das hat sie gestern gehabt, ne? Genau. Kick doch mal, Lucky ist total scharf. Guck mal. Soll ich auch doch vorlegen und meine Füße lecken? Ja, aber sag was. Ich würde jetzt gerne noch... Ja, wenn, dann müsstest du im Discord runterziehen, oder? Das ist ja gar nicht drin im Discord. Ach doch, jetzt. Jetzt ist sie da. Jetzt ist sie da. Siehst du, da ist sie. Hallo. Hallo. Ja. Du hast ja schon wieder neue Klamotten, Nettie. Das ist nur für 30 Tage. Achso. Oh. Wollte ich doch sagen, heute beim Tanzen hast du doch was anderes angehabt. Und mach meinen Hund nicht heiß. Die Klamotten, die ich jetzt trage, die habe ich auch 30 Tage. Unterschlupf der Felsen ist gekauft. Und ich mache hier niemanden scharf. Doch, mein Hund, der bettelt schon für mich nach dir. Jetzt bist du vier solcher Belohnungen pro Tag verdienen. Ah, der Cowboy-Outfit. Ja, na klar, das ist mein Standard. Was hat ich? Wir sind halt schon zu viert jetzt, Nettie, ne? Wir sind schon zu viert im Team jetzt. Nee, wenn nicht, dann geh ich raus. Das ist kein Problem. Weil ich würde gerne. Ah, warte, hab ich schon wieder vergessen, wie es heißt. Festzugspatrouille würde ich gerne noch machen. Ja, dann mach mal mit, Nettie, ich geh raus. Da ist es ja so, dass das, glaube ich, die Stärke sich dem Schnitt des Teams anpasst, ne? Ihr seid doch zu dritt, oder? Nee, Jimmy, Dennis, OP Max und jetzt schnapp ich gerade raus. Ja. Dass Nettie mitmachen kann. Okay. Nettie ist der Erfahrener. Was? Nettie ist zu Team beigetreten. Ich renne da bloß immer wie so ein Hündchen hinterher. Ja, geht mir ja nicht anders. So, Terminplan, Festungspatrouille. Auf jeden Fall habe ich gute Punkte heute fürs Lager gemacht. Ich habe so, auch dann, Punkte gemacht. Ja. Bilde Teams und anderen Spielern nehmen wir fest. Los. Genau, so. Hat Jimmy heute auch seinen Spaß gehabt mit Ballern. Ich habe doch auch ganz viele Punkte schon gemacht heute. Ich? Ach, ist das, was wir letztens gemacht haben? Nein, du hast Freundenfeuer nicht mitgemacht und Nee, das stimmt, das war zu Uhrzeit fast nicht da. Lagerwettbewerb. Aber ich habe alles, was ich machen konnte, habe ich gemacht. Dieses Ressourcen abliefern und durch die Gegend fahren und so ein Kram. Ja, da hatte ich so ein Team gehabt, also zwei Mann-Team waren wir. Da hat die Alte mich gehört, einen Lagerwettkampf rausgeschmissen. Aus dem Team.
Achso, warte, wir müssen das erst starten jetzt hier, ne? Am Brett hier, das ne? Das ist schon gestartet. Ach, das ist schon? Das müssen wir da rein? Festung Olodom, okay. Eine Stunde Zeit. Wie, wer sagt hier Asshole in meinem Stream? Da oben. Nee, okay. Was noch lustig ist, ist dann die Luftbahn. Oh, das macht so spannend. Na, die letzte Runde, ne, die hatten wir ja keine Chance, wa? Nee. Die haben uns ja noch nicht mal in Toren gelassen zum Schluss. Ja, so viel, was ich noch nicht gesehen habe hier im Spiel. Ich habe heute in Erfolg bekommen, dass das Spiel 50 Stunden spiele. Also, pff. Du, cool, kann ich schon dir nicht sagen. 100 Stunden. Kann ich was? Dir was? Ja. Kann ich dir nicht sagen, weil auf Simulator-Rahmen sieht man nicht, wie viele Stunden ich spiele. Was ist das hier? Kann ich hier runter? Gar nicht. Ich habe Schützenhilfe von oben gegeben. Und auch unterschießt. Oh, cool, man kann sich aufs Geländer stellen. Draußen auch bestimmt hin, wa? Ja, bei mir habe ich geguckt, wo kriegst du denn eigentlich die Gehwegplatten immer her? Ja, die. Pass auf, warte. Sag jetzt nicht über den Einkaufsbar. Ja. Jo, dann habe ich das doch richtig gemacht. Für Gold. Ja, ich weiß. Kiste in die Schränke. Weißt du, du hast bei mir, warst heute schon bei mir. Ja, aber du warst ja nicht da zu dem Zeitpunkt. Okay, dann mach mal die Punkte fürs Lager. Du klickst oben, hier, Lager, und dann sind hier die Aufgaben, wo das Fähnchen ist. Das hast du doch heute schon gemacht, oder? Du warst doch online. Manche kannst du nur zu bestimmten Uhrzeiten machen, manche kannst du nur zu bestimmten Tagen machen, Mittwoch, Freitag, keine Ahnung was. Das ist unter anderem eine da, ich musste da von meinem Leinen was abgeben und von meinem Bau, Palmherz, Palmholz. Ja, das waren die Vorräte. Eine Aufgabe war, da musste ich einfach noch per Karte hin und her laufen, bis wir mit einem Truck fahren und irgendwas einsammeln, irgendwas irgendwo wieder abgeben. Musste man nicht mal kämpfen oder sowas. Oh, Schnurri kommt angerannt. Was ist das denn? Mau, mau. Heutiges Aktivitätenlimit, das war's schon? Ja. Lol, ist ja voll easy. Deswegen ist ein Lager sehr gut. Nee, da hat sich jetzt bei mir auch ein bisschen was verändert. Terminplan? Oh, hab ich voll. Geil. Muss ich gleich mal. 1250 Gold, jawohl. Und die dann Geschenke. Ich weiß noch nicht, wo ich den dicken hinsetze, den dicken Teddybär. Mit der Tarnhände. Wo hast du den her? Weiß ich nicht, frag mich nicht. Wir standen neulich, Silvergirl und ich, in deiner Base und haben uns gefragt, wo du den her hast. Ich glaube, irgendeine Mission, was ich da erhöht hatte, irgendwas, frag mich nicht. Weil mit Will Smith, da kannst du noch Missionen machen, da kriegst du das graue Haare, Jimmy. Ich hatte heute ich krieg ja auch ständig irgendwelche Belohnungen. Wo ich nicht weiß, wo ich die hier habe. Mach den Roboter fertig, das benutze drin, den ne? Roboter und so eine Scheiße. Die Mission mit Will Smith. Was machst du da? Da hing doch was. Er ist wieder Messi. Ich muss weiter Messi. Hier, da kann man sammeln. Und erschießen. Maybe this is what people would call a free lunch. Was? Dankeschön. Patronenhülsen, perfekt. Ja. Gibt's noch was, das man fürs Lager tun kann? Nö, du hast ja jetzt alles fertig. Ach, Jimmy, ab und zu mal ist doch Blutmond. Dann würde ich an die Punkte auf der Karte hinreisen. Oh, dann kannst du Blutmond. Seltene Kristalle sammeln. Wir sind natürlich Level 26. Lager muss ausreichend versorgt. Das haben wir schon gemacht. Das steht bei mir los, obwohl ich das schon erledigt habe. 1 von 1, deshalb steht das da oben. Tägliche 1 von 1. Dienstmission. Dienstmission muss ich noch machen. Wird jeden Montag auskommen, einmal die Woche machen. Mal gucken, was da passiert. Ich klicke jetzt einfach mal die Knöpfe. Ja, mach mal.
Das muss sowieso ein Team gemacht werden. Ja, eben. Jetzt sind wir ja gerade ein Team. Und unabhängig davon könnt ihr sowas. Ja. Unabhängig davon könnt ihr sowas auch gerne immer ohne mich machen, ne? Wenn das Lagermissionen oder was sind. Ihr seid zu viert und wollt das machen oder was? Den kannst du finden, aber du kannst ihn auch kaufen mit echt Geld. Nee, ich meine jetzt, du kannst den ja bei dem Händler kaufen, aber der war ausverkauft. Modus 2 bis 4 Spieler. Der war ausverkauft. Level. Der normale Schlüssel? Der einfache Schlüssel. Dann ist es zu weit von Captain entfernt. Achso, ihr müsst glaube ich alle zu mir kommen, wa? Ja, ich stehe ja schon bei dir. Dennis muss nur auf Folgen klicken. Hier kann man noch ein Foto machen. Hab ich nicht eben erst ein Foto gemacht? Ich hab schon ein Foto gemacht. Ja, das ist alles, um die Galerie voll zu machen. Hier bei dem Lagerdienstoffizier Bellotti. I've marked a spot. Lageraufgaben, Lagerunterstützung, Lagertour, Lagerverteidigung. Ah, Lager. Jetzt läuft automatisch los. Ich weiß nicht, was er tut. Geh zum Hühnerstall und hebe das Ei auf, okay? Wir müssen ein Ei aufheben, keine Ahnung. Einfach F drücken. Nee? Lageraufgabe F. Er macht aber nichts. Ach so, okay. Jetzt rennt er automatisch wieder woanders hin. Aufgabe abgeschlossen, okay. Da habe ich einen Rucksack. Für Müll. Das war's jetzt schon oder was? Nee. Nee. Geh zum Parkplatz. Repariere den Motor des alten Fahrzeugs, okay. Essen habe ich. Lass ihn gerade einfach automatisch laufen hier, keine Ahnung. Sturmgewehr, keine Munition. Ja, das ist schon wieder schneller als ich, okay? Nappi, pinkelst du an ein Auto, erschieße ich dich. Mission abgeschlossen. Gehe zum Solsee. Spiele mit der streunenden Katze. Was? Was haben wir hier für Aufgaben? Die ändern sich tagtäglich. Ja, aber zum See gehen und mit einer Katze spielen? Hallo? Das ist eine Wasserkatze. Ich will Zombies töten, nicht Katzen streicheln. Stimmt, geht schneller. So, halt, stopp, halt, stopp, halt, stopp. Ja. Weiter. Ach, will dich reiten. Ah, nee, dein Moped. Ach, super, jetzt fahren wir uns noch zu Tode. Oh, nee. Ich kann da nicht hin. Einmal mit Profis. Wie kann ich absteigen? Tab. F. Jetzt hat wer anders mit der streunenden Katze gespielt. Ah, jetzt müssen wir eitrige Zombies töten, okay. Eindringende Zombies, nicht eitrige Zombies. Was lese ich denn da schon wieder? Au, 10.000er Goldkiste. Scheiße und Schlüssel. Alter, wo kriegt ihr denn... Ich hab hier... Das sind doch noch... 3 Zombies. 4, 5, 6, 7. Guck doch mal geradeaus. Ja, eine 10.000 Goldkiste habe ich hier und kein Schlüssel. Jetzt resettet der, nein! Oh. Achso, das kann ich ja. Der resettet auch, nö. Die brauche ich nicht mit mir rum. Jetzt reicht es mal. Komm, Digga. Was? Ich bin hier hinten. Doch nicht. Was ist gemein? Blutmond, Kristallpulver. Für was kann man das hier brauchen, Nettie? Nee. Ach so, wieder Freundschaftspunkte, yo. Was? Blutmondpulver. Angelwettbewerb. Kristallpulver. Habe ich keine Ahnung. Ist gesperrt, schade. Klick doch mal drauf.
Kannst du irgendwie benutzen oder so? Das war's auch schon wieder? Auch schon wieder fertig oder was? Ja. Die sind voll kurz, die ganzen Event-Dinger hier. Das durch den Sammel von Blutmond. Kann ich jetzt wieder machen? Gewonnen wird. Hier vorne kannst du ein Foto machen. Erhält extreme Stärke und Vitalität. Kann den Nährwert verbessern. Ach, zum Kochen, wa? Du kannst ein Foto machen. Das ganze erstmal Blume pflücken. Nein, halt. Na, mach Foto. Alexander, guten Abend, guten Abend. Guck mal, jetzt hab ich sogar den Max mit am Bild. Oh, scheiße. Sammeln, ja. Sammelgeschwindigkeit erhöhen, okay. Komm noch Munition. Munition-Kiste. Hm? Noch eine herstellen. Das arme Tier. Ja, was? Hat einen Luftsprung gemacht, ey. Wieso kannst du nicht looten? Oh. Was hat David? So, was haben wir noch? Bist du denn überhaupt schon hier ins Lager gezogen? Ja, ich wohne in der Nummer 1. Ja, warum sehen wir das Haus nicht? Weiß ich nicht. Lager? Wo war das eben? 300 Patronen. Wo konnte ich das eben gucken? Oh. Hinter mir. Was haben wir hier schon wieder? Ach, schon. Ach, ich habe übrigens den, so einen Schutzanzug, wenn in der Wüste Sandsturm ist, ne? Genau. Ja, den zieht er automatisch an. Den habe ich heute freigeschaltet. Da musste man einfach nur diese Erkundungspunkte haben, ne? Goldene Wüste. Dann konnte ich da auf einfordern oder was klicken. Und immer wenn der Sandsturm kommt, fragt er mich, ob ich das automatisch anziehen will. Hält irgendwie nur 500 Minuten oder sowas, muss man glaube ich noch reparieren, ne? Ja. Das macht er mit der Gasmaske dann aber auch. Genau. Ich könnte ihn aber auch manuell irgendwie anziehen, wenn ich jetzt wüsste, wo das ging. Kleidung, genau da. Kleidung. Mhm. Oberteil? Nein. Hier. Nein? Ja. Irgendwo ging das. Kleidung. Ja, bei Oberteil war er doch. War bei Oberteil? Ja, da. Oberteil. Genau, meine hat noch Haltbarkeit 99% jetzt, genau. Ich habe hier, ne? 99. Mal gerade Terminplan gucken. Ja, ist jetzt alles voll, aber was können wir für heute noch machen? Außenpostenauftrag? Zack. Und das doch machen? Das kann man machen, weil dann hast du XP. Dann kriegst du heute auf jeden Fall noch ein Level. Ich sehe gerade, dass... Oh, Dennis hat eine Stelle markiert. Egal, jetzt habe ich auch eine markiert. Folge nur dem Captain. Ja, ist halt geil, wenn du einfach so abends mal kurz 2 Stunden in der Gruppe bist. Da kannst du ja alles durchzimmern hier, ne? Ja. Nur ich werde halt nicht jeden Tag dazu kommen, zu spielen. Also, aber wenn ihr das gerne machen wollt, auch für die Lagerpunkte immer... Oh, ich hab's heute mit Kati durchgezimmert. Ja, genau. Oder mit Kati oder wenn... Nettie mit Silvergirl. Obwohl Silvergirl ist nicht im Lager, ne? Das ist egal. Außer das Lagerfeuer-Event, das haben wir zu Außenpostenauftrag, Captain Gordon, okay. Außenposten sind eine wichtige Säule, die uns das Überleben in dieser postapokalyptischen Welt ermöglichen. Es liegt an jedem von uns, einen Teil zum Überleben und Gedeihen der Außenposten beizutragen. Unterschlupf der Risiko, täglich neue Außenponstenaufträge. 4 Grundtypen unterteilt, von denen jeder am Abschluss eine Belohnung in Form von Vorräten gewährt. Bis zu 4 jeden Tag. Ach so, ja dann. Können wir nicht machen. Und Dennis, komm ran. Ja, Dennis hat was markiert. Wo komme ich denn dahin, was Dennis markiert? Dennis ist in der Camp-Zone noch. Der ist noch im Lager. Ja, aber er markiert ja irgendwas. Wie komme ich denn dahin, was er markiert? Weiß ich ehrlicherweise. Achso, Dennis anklicken und dann. Du kannst ihn rufen. Nee, Geschenk geben, Stützpunkt besuchen. Dahin laufen, was er markiert. Wie komme ich dahin, was er markiert? Da kam gerade die Meldung, auf mark the spot. Also ich habe was markiert. Lager, ja. Oder soll ich nochmal kommen? Aufs Team entfernen, Führung geben, zu besuchen.
Ich meine, er ist ja jetzt da. Können wir trotzdem starten jetzt. Fuck. Max OP, OP ist offline. Was? Ja. Dann sind wir ja nur zu dritt. Ja. Schnappen wir uns noch ein? Oder geht das jetzt nicht mehr? Doch. Weiß ich nicht. Wenn du mich noch einlädst. Warte. Nee, nicht verlassen, abbrechen. Anfrage gesendet. Nee. Da. Ist er, wo sehe ich denn, dass er offline ist? Ah, da ist er. Nee, total eben. Ist doch hier, wollte ich kurz sagen. Ah, ja. Mit dem hier quatschen oder was? Ja. Kannst du ja nur, du. Dies sind die medizinischen Vorräte, die du aus Posten dringend benötigst. Bringen sie zu Baja. Danke dir. Okay. F bewegen, okay. Und dann? Achso, das müssen wir wieder noch übertragen. Check the spark plug in the power, then check the gas tank and carburetor. Wieder ablegen oder was? 3 von 4. Eingeladen, nicht ist. Das geht auch nicht. Können wir das Wochenende machen, die Party? Ja, das sind einige Sachen, die sind heute irgendwie zeitlich oder auf Tage bei uns, ne? Montag, Mittwoch, Freitag. Mein Käsekuchen ist abgelaufen. Keine Käsekuchenparty. Ach so, ja. Entschlüsseln. Aha. Wenn du die Nadel aktivierst, tippe drauf und drehe zu stecken, was? Das kann ich wieder nicht machen. Oder? Doch, da. Schalte alle Zonen frei. Was? Wie? Okay, ich bin noch in dem Event und ich laufe trotzdem automatisch weiter. Ich hab's nicht gemacht. Ich weiß nicht. Aber Max sollte sich mal heilen, verbinden. Jetzt weiß ich auch, warum bei mir immer neben meinem Namen ein gelbes Kreuz ist. Das kommt auf deine Rolle drauf an. Ja. Ob du jetzt Heiler, Tank oder Scharfschütze oder was bist. Jimmy, Feuer an! Der lässt sich fast über den Haufen rennen. Ich hab den gar nicht gesehen. Und ins Gesicht. Ach, bist du heute wieder ein heißer Typ. Du kannst doch Granaten werfen, denk. Ja, ich hab die Ablenkungsgranaten. Lucky, geh spielen, hör auf zu betteln. Mach mal ein neues Scope, hier ist ja. Naja, da ist auch die MP, das war als Hauptwaffe. Levelaufstieg 81, yay! Und du heil dich. Schön. Ich muss was essen, das muss gar nichts. Und Max, heile dich auch mal. Oder hast du keine Heildinger mehr? Falscher Knopf. Wo müssen wir hin? Ach, Jimmy, wann haben wir hier in dem Spiel den Hubschrauber? Auf jeden Fall vor Last Dead Earth. Weil ich habe schon. Boah, schießt ihr? Ach, das ist noch eine Truppe oder was? Ach so. Du musst ihn hier anquatschen. Ach so, oh. Ich war hier, als sie neulich weggingen. Sie gingen Richtung Westen. Der Captain ist sehr erfahren in solchen Operationen. Er hinterließ geheime Markierungen auf dem Weg. Du musst sie nur finden und ihnen folgen. Okay. So, was kann ich denn? Kann ich sitzen? Na, der Ausblick ist doch herrlich. Jo, Schneider sitzt. Zack. Untersuchen. Das ist so cool, dass die Leute läuft einfach automatisch. Einfach zwischendurch mal F drücken. Ach, das war das Event mit Kati, wo wir da 3 Trupps hatten. Ich bin total durcheinander gekommen, bin nur mal falschen hinterher gerannt.
da waren drei drauf. Das haben die nicht gemacht. Hm? Ich brenne! Glöbig. In der Old Gang, okay? Scheiße, die Mission erstmal Fleisch sammeln. Das Motorrad klauen oder was? Was? Wie ist denn die Aufgabe? Was müssen wir tun? Ja. Ach, der Typ da. Wo? Wo? Wer schießt? Habe ich das erledigt? Nee. Verletzung ansehen. Er macht aber nichts. Ich kann hier interagieren, Verletzungen ansehen. Mehr kann ich nicht machen. Dann hat der Zombie dich ein bisschen verbuggt. Deine Munition geht leer aus. Wunden überprüfen. Suche nach Wunden des Teammitglieds 1 von 1. Ist erledigt. Huh. Musst ein wenig warten, ist buggy ab und zu, okay? Weil oben steht, Mission Wunden überprüfen. Sieh nach den Wunden des Mitglieds 1 von 1. Und nun? Vielleicht buggy, weil das andere Team war ja auch hier. Ich wusste das. Hast du denn schon beim Terminplan ist auf Wiedersehen! Auf zu winken, sonst bricht also, der Arm ab! Hast du da XP bekommen? Nicht anfassen! Ja, hab ich aber! Jetzt darfst du Blumen sammeln hier. Und da ist die Zeit kurz. Rainer, Wiedersehen! Ich nehme das gar nicht an, die Quest. Rainer. Die zynische Mitarbeiterin, das stand nur nicht anfassen. Jetzt hier! Nee. Mission will ich. Nein, Event 1 von 1. Also, es ist. Der Typ ist verbuggt. Gut gebuggt. Muss raus für heute. Jawohl. Ach, aber schon wieder 20 vor 12, okay. Ja, weiß ich jetzt nicht, wie wir hier weiterkommen. Rebell schrieb gerade, muss er wenig warten, ist buggy ab und zu. Kommt öfter vor. Was heißt jetzt wenig warten? Ist in deinem Terminplan die 20 voll? Was also, für eine 20? Ob der Außenposten auftritt? Nee, nein. Er hat da noch keine Belohnung gekriegt. Vielleicht neu starten? Ja, ich weiß nicht, was mit euch da passiert. Verletztes Eskortenteammitglied zum F zum Interagieren. Verletzung ansehen kann ich hier machen. Das mache ich jetzt zum 10. oder zum 20. Mal. Wunden überprüfen. Sie nach den Wunden des Teammitglieds 1 von 1. Also eigentlich ist die Aufgabe erledigt. Jetzt. Ach. Ach, jetzt. Und jetzt ist komplett fertig. Ende oder was? Jetzt ist fertig. Das war unser Auftrag. Ja. Mhm. Oh, easy. Nur Sperrzone, dann habe ich heute alles erledigt. Goll. Eine Sperrzone willst du nicht machen. Nee? Nein. Hat Kathi auch gesagt. Sperrzone, Stahl, Insel und dann noch eins. Drei Sachen solltest du nicht machen. Weil das bekommt ihr nicht. Und mir auch nicht. Ich bin hart im Nehmen. Ansonsten wöchentliche Aufgaben. Astralturm.
Geschwindigkeitsrausch, wöchentliches Teilen. Das habe ich übrigens frei. Das ist Solo. Frei. Ich Solo? Habe die Rolle habe ich frei. Ach, Zombie. Und Dennis, danke fürs mitgekommen sein. Welche Rolle? Warte. Dennis ist raus für heute. Zombie-Schnitzeln. Das können wir höchstens noch Schnappi dazuladen, aber was machen wir da? Die Rolle Asphalt-Cowboy. Asphalt-Cowboy, ja, das fehlt mir noch. Ja, die habe ich auch frei. Asphalt-Cowboy bin ich Level 4. Kannst du denn mit deinem Motorrad hin und her fahren? Du musst. Oh, warte mal, was stimmt denn hier nicht? Hydrierung, muss trinken. Troubadour bleibt geschlossen. Ja, da musst du ja diese Gitarrenspielquest da machen, ne? Da musst du in den Schrottplatz. Wisst ihr, wie oft ich schon in den Schrottplatz war? Wie oft ich schon da Leute sterben sehen habe? Und beerdigt habe? Was ist denn Astralturm? Bilde einen Trupp aus 4 Personen, um die Astralturm-Aufräummission abzuschließen. Fordere dich während der Season heraus und erreiche höchsten Stockwerke und Wettkampfstufen. Ist am Montag von 3.30 Uhr bis 4 Uhr in den letzten 30 Minuten der Season nicht verfügbar. Ist auch zwischen den Seasons für Spieler geschlossen. Tutorial nicht abgeschlossen. Ja, Revolverheld muss ich noch machen. Astralturm, da gibt's halt verschiedene Stockwerke. Hä? Hey, Anfrage gesendet? Nein. Ich wollte das hier wollte ich. Jetzt folge ich dir. Achso, Ding ist auch raus. Nee, Moment. Ja. Warte mal. Willst du noch dazu, Schnabbi? Los. Ich hab keine Ahnung, was Astralturm ist. Ich auch nicht. Team ist voll zum Event? Was für ein Event? Nö. Nee. Kein Leben. Ja. Oh, da, Netty vor dir. In dir. Hat er gespawnt gerade. Terminplan. Wöchentlich. Dann zieh ich mir aber was anderes an. Als Team beitreten. Mir doch egal. Keine Ahnung, was das ist. Wieder was Neues. Ja. Für mich auch. Abschnitt auswählen. Abschnitt 1 bitte. Ja. Na dann. Wenn du kritisch getroffen wirst, kannst du nicht wiederbelebt werden. Sei vorsichtig. Ganz genau. Und hinter euch ist eine Mummikiste. Also würde ich empfehlen, euch die Mummikiste zu holen. This floor carefully to find a way to get rid of the gas. Mal zwei, okay. If you find contaminated crystals, destroy them at once. Meinst du, dass es mit dem Badeanzug gut geht, Nettie? Ja. Ach, 38er. Toll. Kann ich durchs Glas schießen? Kristall ist da hinten einer, den Kristall kaputt machen. Hat gerade die Stimme da gesagt gehabt. Ich setze gegen eine Kugel im Gehirn. Ich suche jetzt den nächsten Raum. Ich suche, dass komplett sicher ist. Folgt einfach Nettie, wie die Westworld lankiert. Naja. Wenn sie nicht so schnell ist. Ja. Aber Jimmy lootet erstmal Ruhe. Ja, immer. Nettie, reicht meine 90er Knarre aus? Für was? Für hier. Boah. Hinter dir, Nettie. Ach Quatsch, das ist Max. Gas, vorsichtig, ne? Hier ist die Kiste. Gerät aktivieren. Luftreinigungsgerät, okay.
gas levels in this room are declining. Well done. Now we can take our time dealing with the roaming zombies. No, 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 no. Oh, was meine Maus? No. Good, the first floor is clear. According to the building blueprint, the stairs to the second floor are somewhere near the lobby. Zweite Stockwerk, okay. Scheiße, mein Essen. Brauch was zu essen. Ich tut der Magen. Hast du nichts zu essen dabei? Doch. Wo kannst du sagen? Ich weiß keine Ahnung, wie man was handeln kann. Hab schon. Ha, ich lauf mal vor, guck mal. Bin mal der Erste. Boah, ist explodiert, oder? Nee, doch nicht. Hinter dir! Nacken, hinter dir! Jetzt mach so ein Spooky. Oh, ich spawn jetzt immer weiter. Nee, weg oder so, oder? Keine Ahnung. Au! Wer da? Bodenreinigung 3 von 3, okay. Hey! Well done. Go well to the elevator room and regroup. The mission isn't over yet. Was hab ich? Ich muss gleich mal meine Tasche gucken, was ich schon wieder alles als Belohnung da einstecken hab, wa? Astralturm geht zum Aufzug, um zu verschwinden, okay. Das wird die dicke Bär dabei haben. Nettie, tut das nicht weh, wenn du da so rutscht auf dem blanken Arsch? Alles Hornhaut. Kannst du nochmal auffüllen hier? Deine Munition. Kostenlos. Max-Munition ja, erreicht, ach so. Und jetzt? Ich hab das schon halb durch. Ach so. Und jetzt nochmal hoch in die Etage oder was? Ja. Die zweite Etage, bitte. Ich kann nur auf die vierte fahren, was ist das denn? Ich kann nur auf die vierte. Nee, bloß nicht. Leicht verschmutzter Boden. Teilnahme empfohlen, sagt er. Zombie Level 9852. Ja, das haben wir ja. Hast du jetzt ernsthaft die 4 gedrückt? Ja. All of this poisonous gas seems to have made the zombies more evolved and aggressive. Watch out for these special zombies. Special Zombies? Ach. Na komm. Mach hoch. Speak of the devil. That big guy was pretty angry. Don't let your guard down. Oh. Nicht auf Jimmy. Nicht die Mama. So. Komm. Hier, ich mach jetzt mal das Popoloch. Hier, Kristall weg. Der Kristall muss weg. Der Kristall muss weg. Oder? Nein. Auf den Bauch ziehen. Immer auf die Decken. Das ist noch so einer. Komm mal, Alter, du bist Jimmy! Hier sind überall rote Kreise am Boden, da muss ich raus. Komm zu mir, da ist Heilung. Ich hab doch gar nichts. Ich hab doch gar nichts. Mit dem Dicken auf dem Bauch. Hey, das war's. Ja, sobald der Dicke da tot ist, fallen die anderen alle um. Ich hab doch hier die roten Dinger auch weggemacht. An der Seite. Erstabschluss öffnen.
Panzervorratskiste. Ach du Scheiße, Ionenmembran. Wattenpanzerhand. Okay, cool. Na, direkt schon weiter. Ja, zum Fahrstuhl. Ja, geht zum Aufzug, um zu verschwinden. Ja. Das reicht ja schon, das zweimal die Woche, ne? Ach, jetzt habe ich meinen Terminkalender gar nicht. Das waren jetzt zwei Stücke, ne? Das waren zwei Etagen. Ja. Oh, hallo. Ah, hier bin ich doch gerne. Ne, was ist denn hier los? Party. Was haben wir hier schon wieder? Accessoires. Astralturm, Fresko, Gebäude und... Oh, ach, jetzt habe ich auch so ein Ding, sie. Jetzt habe ich auch so ein Bild. Ja. Ah. Machst du es mit anderen, dann wird das Bild anders. Ah. Ich habe keinen. Du hast auch einen. Lecker? War es ja, lecker? Wo? Ja, ne? Warte mal, wie kann einfach ich denn hier... Einfach nur in deine Mannequin drücken. Unten bei Nachrichten. Mannequin. Du hast nicht genug Platz um dich herum, was? Ja, jetzt habe ich's. Danke. Essen. Ah. Oh, hallo. Soll ich das Liebespaar alleine lassen? Warte, Nacken auch ein Küsschen geben, warte. Nicht genug Platz um mich herum, okay? Ach, scheiße. Oh, jetzt. Oh, wieso habe ich jetzt nicht genug Platz um mich herum? Weil hier jemand mit einem B steht. Mr. OP. Ich will eigentlich noch was anderes machen, aber... Naja. Fahrstuhl zu eng, Daddy. Egal. Das war's. Runter, raus, weg. Bevor wir sterben. Wenn du weitermachst, wir verlieren ja dabei nicht, dann... Nee, wir werden, es wird aber ja auch immer schwerer, wenn wir quasi ab Montag wieder die neue Aufgabe haben, hier reinzugehen. Weißt du, was ich meine? Du kannst jederzeit kannst du dann die Etagen kannst du dann immer überspringen. Ja eben, aber es wird ja immer schwieriger, wenn es heißt, ich soll das zweimal schaffen. Obwohl heißt es, ich soll es zweimal schaffen oder soll es zweimal machen? Weil ich hatte heute zum Beispiel die Aufgabe oder technisches Dings da Linie halten. Und hab mich auch so verklickt gehabt und hab das Schwerstmögliche gemacht. Ich habe einen Hit gefressen, war direkt instant tot. Mhm. Die Aufgabe war erledigt. Das heißt, ich war 30 Sekunden oder so da drin. Ich hatte zweimal Linie umsonst gemacht. Ich drücke einmal auf diese Kiste und dann habe ich das schon fertig. Okay. Auf welche Kiste? Bei Linien halten gibt es daneben eine Kiste. Weil er sagt mir jetzt hier... Ich kann 5, 6, 7 nicht machen. Ich kann jetzt 8 auswählen. Da sagt er mir, extrem gefährlich. Nee. Lass mal. Komisch. Von mir Level 12.000. Ich kann... Oh Gott. Ach nee. Guck mal, ich kann ja wohl draufklicken. Ja, also... Teilnahme empfohlen. Okay, aber ab 8 sagt er mir dann... Nee, ab 7 sagt er mir extrem gefährlich. Liebe Grüße. Hallo, Olaf. Dann lass uns mal 7 machen. Schauen wir mal. Nee, 5 kann ich auswählen. Aber die 1, 2, 3, 4, was wir jetzt gemacht haben, kann ich nicht nochmal auswählen. Ach so, weil da oben ist dann wieder so ein Boss. Da ist dann so ein Symbol da dran. Wir haben gerade Boss-Raum gemacht. Genau. Jetzt kann man die 5 noch machen. Oh, gucken wir einfach mal. The last floor was enough for me. Let's be as careful as possible on this one. Langsam, immer langsam. Der hat was wieder nicht gehabt. Was hat sie mir abgegeben? Ja, der hat eine Zugangskarte macht hier auch. Mach mal, okay. Der stirbt nicht. Ist er schon auf die Stadt killen oder was? Jetzt stirbt er. Wo läuft er da hin? Hinter euch! Wax? Achso, der hört mich nicht. Gas levels are falling. Get to the next room to refuel.
Das ist jetzt nach der nächste Raum, okay? Ja. Und Oder vor dich, nach dich, nach dich hin. Lass mich erstmal hier laden. Heute auch mal ein bisschen Gruppen-Action hier gemacht. Richtig cool. Also das Game, das gefällt mir, also wie gesagt, immer noch. Ich habe heute in der Folge bekommen 50 Stunden gespielt und ich kenne 10% vom Spiel oder so. Schnappi, beschützt die Mama. Die Mama kann sich selber schützen. Ich will so ein Nachbar-Ding. Super, komm, komm, lass dich rausschießen. Aufhalt! Da sind noch ganz viele. Oh, hier. Grenade! Wo seid ihr denn? Ja, alle tot. Zweite Etage, okay? Second floor und die kommt. Die Kontaminierung aufheben. Wahrscheinlich da, wo der Pfeil hinzeigt, wa? Jo. Moin, Green Apple. Die Mama hat Pfeile. Die will nach Hause. Gerade die Kanone wieder aufgehoben. Zum Shoppen. Zum Shoppen. Ich doch nicht. Ja, hallo, Lüle. Willkommen, willkommen. Nettie, die immer so schnell wartet, natürlich auch noch auf die anderen. Nettie, denk dran, ich spiele das auf dem Emulator. Ja. Und nicht hier auf. Aber ist krass, dass du es am PC nicht installiert bekommst, aber dann auf dem Emulator, der auch auf demselben PC läuft, oder was? Ja. Total, total weird. Aber ganz weird. Voll verrückt. Ich kann ja auch mal so. Ich kann gar nicht so ein Gestütz hinstellen. Wenn ich Z drücke, mach ich das Ding hier. Irgendwo kommt einer von hinten. Was? Von hinten ist immer schön. Muss nicht hier lachen. Da. Ja, hier kracht die, genau. Nimm mal. Seid ihr da? Guck, guck. Jungs, Mädels, seid ihr? Hier, zur Markierung auf der Karte. Ja. Nee, hier ist aber falsch, oder? Nee, das hier ist falsch. Ja. Ja, da ist der Ausgang. Ah, danke. Da wo die Pfeiler da was lang zeigen. Warte, hier kann man auch, hier kannst du aufmachen, oder? Jawohl. Oh, 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 viele. So, Nachtmar, zwei Stück davon sogar. Granate! Ich hab noch diese Anlockungsgranaten, ne? Der ist ein komischer Hund. Nicht mehr. Mein Schild ist noch da, okay. Rein ins Getümmel! Feuer! Oh, jetzt kannst du das Schloss ordentlich anziehen. Jetzt leck mich immer ab, wenn du da so im Badeanzug neben mir stehst. Darf ich Munition nachfüllen? Ja, wer beißt mich noch? Irgendwas. Warte, hier ist einer down. Warte, hier, retten. Max retten. Mann, verpiss dich! Oh, oh. Ist doch aggressiv. Jetzt kommt was ganz Großes. Oh oh, Granate! Was hast du denn jetzt von mir? Darf ich mal hier nachladen? Wird nicht nachgeladen. Das Problem hat hinter ich uns, Nettie, hinter den Nettie. Ich don't think I need to remind you about the importance of supplies. Go back to the elevator room. Oh, Alter. Juhu, Kiste, sehr schön.
öffnen. Und Alter, was hab ich? Ich will jetzt gar nicht wissen, wie man im Metall aussieht. Voll im Müll. Geheime Goldtruhe. 10.000 Gold! Zum Öffnen normalen Schlüssel verwenden. Nein! Stopp! Dafür musst du einen normalen Schlüssel, brauchst du dafür. Ja, steht ja hier. Wenn du echt Geld ausgeben willst für dieses Spiel, du kannst ihn aber auch irgendwann finden. Also heb dir diese Truhe auf. Netti, ich hatte irgendwo beim Händler den Schlüssel gekauft und dann jetzt stand da ausverkauft. Ich habe heute zwei Schlüssel gekauft. Kannst du auch aus dem Event kriegen. Handelsposten. Ich habe dafür echt Geld heute ausgegeben. Ja. Ich habe dafür kein echt Geld ausgegeben. Ich habe da bloß ein bisschen Gold ausgegeben. Aber jetzt ist er ausverkauft. Sonst nichts? Was aber hier? Was ist das hier? Vorhutschlüssel. Geh mal. Komplexschlüssel. Warte. Zum Tausch gegen Vorhut. Einkaufswagen gehst, dann auf RM und dann aufs 4 Kleeblätter, also so sieht das aus. Ja. Da drunter findest du den normalen Schlüssel für 6. Ja, die Scheine habe ich doch, ne? Da kann ich mir doch einen kaufen, ich Ochse, für meine Kiste. Oh, hab mir einen gekauft. Das hab ich dir versucht zu erklären. Ja. Nee, die habe ich heute auch bekommen, die 300 Einheiten. So, aber hier. Was ist das für ein Fernseher? Ja, die. Ja, das ist ein Fernseher. So. Ich muss mal aufs Klo. Aber ich glaube, wir sind jetzt eh durch mit allem, ne? Wir könnten noch. Nächste Etage. Das sagt er aber extrem gefährlich. Zombie Level 12.100. Warum hab ich immer noch den Badeanzug an? Oh no, ich weiß es nicht. Meine Internetleitung ist überfordert. Auf jeden Fall hast du einen schicken Hut. Stream läuft nicht. Ein TV, der unzerstörbar ist, ja, ne? Ja, ich würde nicht weitermachen wollen, weil da steht, mir reicht es auch heute. Herausforderung abschließen, ne? Abbrechen, ja, abbrechen bestätigen. 1100 Silber, 300 Talentpunkte, neuer Rekord, okay? Ja, habe ich auch, neuen Rekord. Netzi hat alle in den Schatten gestellt. Was? Nein. Schaden erlitten, Max. Guck mal, ich komme nach, Netzi. Doch, du Schaden gemacht bist du und Schaden und Heilung gemacht bist du. Und Max hat Schaden erlitten den meisten, oder? Ich glaube, den Titel will man nicht haben, oder? Nicht freiwillig. Also sechs ist eure nächste. Nee, wir haben gerade, oder? Nein. Nee, Olaf. Die waren schon alle jetzt grau. Wir haben gerade eben bei 5, 6, 7, wir haben gerade 5, 6, 7 gemacht. Mama! Zombies hier. So, dann hatte ich mal das Team verlassen. Aber wieder was Neues gemacht. Das war jetzt dieser Astralturm, ne? Genau. Ja. Da kann man sich bis auf Etage 600 irgendwo hocharbeiten. Genau. Und jetzt kannst du das Bild schön aufhängen. Das gibt mir schöne Stützpunkte. I've marked a spot. Punkte. Nee, auf 5. Nee. Wo hängt ja, wir haben gerade 5, 6, 7, 8 haben wir gerade gemacht. So, ich bin raus aus dem Team. Okay. Erstmal. Ja, aber ich glaube, wir haben für heute oder fast die Woche schon fast alles durch, ne? Ja. Wo hängt man? Wenn ich jetzt so einen Terminplan gucke. Gut, Sperrzone ist noch offen. Solltest du nicht machen. Nur für begrenzte Zeit. Was heißt denn jetzt 11:30? 11:30, Belohnung. Also 23:15 Uhr. Ach nee, das fängt um 11:30 Uhr wieder an. Das geht von 11:30 Uhr bis 14 Uhr. Wie und von 17:30 Uhr bis 20 Uhr. Okay. In Ausstattung. Wöchentlich, da können wir auch noch was machen. Astralturm, genau, das haben wir gerade. Ach nee, gute wöchentliche Nacht, Belohnung 1 von 2. Gut, gute Nacht zusammen, viel Spaß euch noch. Jo. Guck mal, das war jetzt erst einmal, obwohl wir die ganzen Dinger gemacht haben, haben wir jetzt wöchentliche Belohnung Astralturm. Wenn wir da jetzt Astralturm noch mal reingehen, dann hast du es voll. Genau. Ganz täglich, drei bis Aktivität keine. Aber ich muss erstmal aufs Klo.
Und zu dritt macht, glaube ich, ich wollte ja auch vielleicht noch hier ein bisschen meine Missionsquest hier noch machen. Sonst ist ja eh schon 10 nach 12. Ja. Dann porte dich mal bitte in deine Base, weil wenn du jetzt hier weiter rumstehst, dann wirst du irgendwann getötet. Ja. Du beschützt mich doch. Jetzt hast du gerade eine Basecap und so Kram an. Ja. Aber ich muss schnell Pipi machen, ich komme gleich wieder. Also jetzt haben wir schon wieder neue Aspekte im Spiel gesehen, also es hört ja nicht auf. Oh, schade. Nettie ist nicht drauf mit dem Badeanzug auf dem ganzen Bild. Lagerdinger haben wir auch noch nicht gemacht. So, schnell Pipi, ich komme gleich wieder. Warte. Das ändert sich ja gleich, oder? So, hier bin ich sicher, ne? Meine eigene Base. Okay, bis gleich. Kommst du noch schnell vorbei, Nettie? Ja, ja. Hier, Belohnung. Tägliche Beachte ist doch schon wieder 12 durch, stimmt ja. Da kannst du ja wieder Vorräte einkassieren und so ein Scheiß. Schnurri, was machst du hier drinnen? Du sollst draußen sein. Du sollst Mäuse fangen. Dämliche Katze. So, Nicht? Öffnen. Kann rüber. Kann. Jedes Mal, wenn ich hinter der Base komme, denke ich mir, ich hab's schön gemacht und sehe dann das bei dir und dann denke ich mir, was machst du den ganzen Tag? Bist du nur in deiner Base? Nee. Dann werde ich nicht 93. Alter Verwalter, wo hast du denn das her? Kennedy, das gibt's da auch zu kaufen unter Pflanzen. Für Gold. Das schön. Ja, ab und zu mal habe ich auch einen guten Gedanken. Aber ich weiß nicht, was ich hier hinten hin mache noch. Jetzt mal eine Frage. Den Jeep gekauft oder nicht gekauft? Die Anleitung habe ich gekauft. Und dann gebaut. Das stimmt nicht, Gigi Bärchen. Ich bin kein Suchti. Den blauen meine ich. Den habe ich gekauft. Nein, den Jeep hier. Den habe ich aus der Anleitung. Also hier sprich aus dem Pass. Den habe ich voll komplett fertig. So. Ihr kriegt. 5 habt ihr eben gemacht. Extra zurückgespult. Was bei dir weg ist. Nettie. Ja, ich hab trotzdem. Aber ich weiß nicht, was ich mit denen hier machen soll. Wir mussten ja von der 5 auf die 6 und dann auf die 7 laufen. Du hattest doch gesagt, next floor, bla bla, ne? Nein, du kannst jede Etage einzeln aussuchen. Nettie, was mache ich mit großem Bruno? Mir geben? Wie denn? Wie kann man da jetzt hin? Da, los. Ich weiß doch nicht, wie ich tauschen kann. Wer ist denn jetzt hier noch im Team? Haben wir überhaupt noch ein Team? OP Max und ich. Ich will nur zum Gucken hin, Kann ja, ich doch mal machen. 6, nicht, es steht ja auch 6, aber wir waren doch gerade. Wie tauscht man? Wir waren da gerade an dem Fahrstuhl und da war. Jetzt steht ja empfohlen, da war doch gerade mit 12.000 irgendwas. Hier. Weil ich weiß sonst nicht, wie ich dir den nehmen kann. Erledigt. Wir könnten jetzt auf die 6. Ja, wir könnten aber auch. Aber an dem Fahrstuhl war ach, das nächste. Hä? Denn du siehst, dass wir die restlichen Belohnungen, die haben wir gar nicht. Nee, 6 ist doch kein Haken dran. Ja, bei 5 aber auch nicht. Schließe Stockwerk 8 ab, um auf Level Etage. Also, guck mal, hier habe ich noch ein bisschen Grünzeug hingestellt. Neben der Bank. Und ja, da versucht diese Woche. Das habe ich ja gesehen. So, warst du auch schon drinne? Ja. Weil ich auf die 8 draufgeklickt hatte, oder was? Ich weiß nicht. Ja, weil du auf die 8 draufgeklickt hast. Da, guck, ich bin mit dem Badeanzug drauf. Ja, da war eben, ne? Bei mir nicht. Bei mir Das Ding ist, bei diesem Bild
sieht jeder etwas anderes. Ja. Also wenn Jimmy das jetzt aufhängt, dann sieht es bei Jimmy anders aus. Ja, auch wenn du hier guckst. So, kannst dich noch bei meiner Katze verabschieden. Wenn du noch was essen willst, hier steht noch was auf Tisch. Wo war die Statistik? Du kannst auch malen oder Musik hören oder daddeln. Wo war die Statistik zum Astralturm? Da war doch irgendwas von wegen Serverdurchschnitt ist Level 600 irgendwas, ne? Wie du siehst. Ja eben, ich hätte gerade auch auf die 8 gehen können, ohne 6 und 7 zu machen. Ich habe gedacht, 8 wäre jetzt der nächste, weil wir gerade eben die 5 gegangen sind und die Stimme dann sagt so, das war, hast du gut gemacht, jetzt geh auf die nächste Etage. Ne? Next floor. Da habe ich gedacht, wir gehen automatisch von der 5 auf die 6 auf die 7. Ne, das musst du manuell machen. Ja, Spielautomat, Musikbox, mal. Ist ja egal. Für heute reicht es hier. Ja. Eigentlich bin ich damit ja zufrieden mit der Ausstattung. Plus die zweite Etage wird ja noch. Und dritte. Als der Level 105 empfohlene durchschnittliche, was? Warum hast du hier Fenster drin? 61.000. Ich gerne überall Luft habe. Nö. Und den Feind kommen sehen will. Da waren wir eben, genau. Das heißt, eine Runde nicht beendet. Runde läuft, Beitreten nicht möglich, achso. Ja. Warum nicht? Nach oben ist noch ja nichts weiter passiert. Ich bin auf deinem Laufband. Jo, mach doch. Was ist das? Empfohlene Durchschnittsstärke 74.000. Alter, wie viel habe ich? Das sind 9.300. Das hat da auch noch ein bisschen. Kennst du Daniel? Daniel. Haustechniker. Ja. Der hatte gestern Geburtstag. Der war heute mal im Spiel, hat seine Besen ein bisschen umgebaut. Sag ihm liebe Grüße. Genau. Gute nachträglich. So, wie krieg ich denn jetzt mein Level noch gelevelt? Ich muss jetzt mein Level noch ein bisschen leveln. Ich habe gedacht, meine Reserve-EP wird noch reichen, für ein paar Level zu machen, aber irgendwie war das nicht so. Ah ja, Ausrüstung, genau, kann ich auch weiter verbessern. Aber, hier. Nö, kann ich nicht. Doch, da. So ein Tüpfelchen bei dir. Ja, ich bin noch beim Überlegen. Rat mal scheinbar, warum ich von Basis zu Basis reise und mir das angucke. Um mir leichte Ideen zu holen. Oder halt hier doch. Sollen wir hier noch hingehen? Aber welche? Nee. Das könnten wir machen. Aber ich will jetzt ja der Reihe nach machen. Je nachdem, was mir jetzt als nächstes angezeigt wird, was ich machen soll. Das sind Festungen. Da ja, schon klar. Mit Silber bin ich da auch dran. Was ist das? Ach, Geheimnisvoll. Ja, habe ich hier keinen Schlüssel? Warte mal. Warum sind wir im Redwood Wild? Weil das mein Stützpunkt ist, mein richtiger. Ja, aber du musst doch... Ich bin nicht im Team. Wahrscheinlich, Olaf, durch meine ganzen Fähigkeiten noch. Das gibt ja auch immer noch Punkte drauf hier. Ne, das gibt ja auch nochmal. Wenn ich das jetzt auflevele, kriege ich auch... Ach, ich habe 14.000 Ausbildungspunkte, Talentpunkte. Ja, die kannst du alle verwenden. Aber für was? Das ist die Frage. Nettie, was mach ich mit der Bombe und den Pferd? Hier kann ich auch noch was aufwerten, ne? In Rucksack und unter dem Blatt mit dem Pfeil. Kugelsicher. Da steht Kugelsicher. Ich habe gerade Klugscheißer gelesen. Frag mich nicht warum. Ne, zack, das gibt auch wieder Wertung drauf, ne? Hier die ganzen Eigenschaften, die man hier hat, ne? Gibt auch nochmal alles über Wertungen. Was hast du? Wenn du deinen Rucksack aufmachst, hast du doch unter Veredelung noch einen Reiter. Bevor der Hammer kommt. Und da halt eine Bombe und eine Fernzünder drin. So wie Blumen, einmal Antibiotika und 10 so eine Seeschdinger. Weißt du, wo du die Bombe hin tust? Und alles mal ein bisschen aufwerten. Vorne hin?
weil wenn man mich, wenn du bei Jimmy im Lager eingeschlossen bist und das Lager wird überfallen, dann schützt das dich vor Angreifer. Kann ich gar nicht aufwerten. Kann ich die und wirklich doch, da platzieren? Ja. Na, da kommt die Wertung da zustande. Das ist so eine T4-Bombe. Da. Mit Fernzünder. Auf Ausrüstung kann ich nicht weiter aufwerten. Obwohl ich gerade so viel Zeug gefunden habe, habe ich hier irgendwelche Kisten nicht aufmachen können? Nö. Benutzen. Schrauben. Muss ich mir auch noch alles wegräumen. So. Und jetzt? Was wo ist wegräumen. Sie? Fische. Die ist versteckt. Was? Und die Fernzünder behalte ich bei mir das? In der Tasche oder was? Schutzlegierung. Ja. I don't know. Braucht man nicht. Was habe ich jetzt weggeräumt? Oh. Ja, das gewisse etwas fehlt noch, das stimmt, ja. Irgendwas weggeräumt, was ich nicht wegräumen wollte. Du könntest hier oben deine Mauer verbessern. Ja, das kostet ja Materialien, da muss ich erst sammeln. Bin nur bei überlegen, ob ich auf dem zweiten Balkon hier die Liegen mit den Sonnenschirm hinstelle. Ich hab so vor meiner Base. Ich bin da, hallo, Mina, wieso hörst du das nicht? Dodi! Ich hab das gar nicht gehört, bin da, wer noch? Nö! Ja. Ja, bitte auf Hauptübersicht. Wo aber wird langsam, oder, Nettie? Ja. Wo ist denn das? Hier? Das hier? Nee, wo ist, was, welche Hauptübersicht meinst du, Olaf? Was willst du denn hier? Hab's auch nicht gehört. Ja, komisch, ne? Ah, ich kann wieder aufwerten. Mal Alt und linke Shift drücken, Mina. Du hast englische Tastatur. Jo. Die Übersicht malst du, ne? Meine dicke Bertha wird immer besser. Von Level her. Was war drin? Das ist die Wertung, genau. Was? Wo? Die setzt sich halt zusammen aus meinen Skills und der Ausrüstung. Bei denen gar nicht rein, Louis. Bei Jimmy? Ja. Nee, da kommst du nicht rein in die Türen. Ja, wir haben quasi alles durch wieder. Wir waren gerade sogar im Astralturm. Warte mal, Nettie, ich komm nach. Wir haben quasi leider gerade alles durch. Aber Toni, wir können das gerne nochmal machen für dich. Ja, wenn du noch Belohnung noch kriegst, du auch nochmal dadurch. Ja, du kriegst dadurch auch, hier sagt er schon, Freundschaftspunkte. Ich gehe erstmal Jimmy besuchen, meine Klamotten waschen. Hier steht die Gesamtwertung. Die setzt sich ja zusammen aus meiner Ausrüstung plus die Skills. Oder hier halt, ne? So, wenn ich hier was level. Was habe ich hier eigentlich? Was? Demonstrieren geht zum Schießstand. Nee, das ist immer noch. Ich habe immer noch die Waffe nicht. Wo ist mein Mauszeiger? Hä? Kleiner Mauszeiger? Da ist er. Ah, Gott sei Dank, er hat sie nicht weggeräumt. Ja, wir haben hier gerade wöchentliche Aufgaben gerade gemacht. Guck mal, ich habe heute zum ersten Mal, glaube ich, hier alles richtig voll gekriegt. Kleidung waschen. Alles erledigt. Ich bin jetzt weg, Jungs. Apropos Kleidung waschen. Bin total dreckig auf dem Rücken. Warte, ist der Mina denn? Warte. Da ist er doch. Hallo. Hat doch was. Hallo. Ja, ich muss erst mal starten. Max war eben mit dabei. Wir haben also einen neuen noch dabei im Lager. Und der Dennis, ne? Ich hätte die heute nach der Arbeit auch machen können. Da dachte ich mir so, nee, vielleicht spielt ihr das heute Abend. Ja. Dann mache ich mit, aber ich bin jetzt erst später gekommen. Macht doch nix. Sorry. Die schreiende Stimme im Hintergrund kenne ich. Schnappi, der Matthias Schnapp. Opa. Ja, er sitzt, glaube ich, ziemlich weit vom Mikrofon entfernt und ruft ein bisschen laut, ne? Ja, das ist Opa. Was willst du? Jetzt hat sie wieder Badeanzug an. Hallöchen. Du hier? Soll ich dir mal mein Schlafzimmer zeigen? Pass auf, dann labern die Mina noch in die Gruppe ein, ne? Oh ja. Du, was machst du? Team ist voll, ja? Zum Event. Zu welchem Event?
Scheiße, ich sehe das ja. Weil ich das Abbrechen. Neues. Wo wollen wir denn hin? Warte. Ich hätte... Opa, genau, er sagt aber Opa zu sich, genau. Grüße Opa, schreibt Olaf. Festungsbetreue, ja. Außenpostauftrag, Angriff auf die Strahlungsinsel, die verlorene Stadt. Was denn jetzt? Die vier Sachen. Er sucht dir eins aus. Okay, dann fangen wir machen an. Machen wir mit... Außenposten. Toni, wollte ich nicht ärgern, dass ich zwei Hunde habe und eine Katze. Außenpostenauftrag? Nee, technische Belohnung 4 von 4, wieso schon alle fertig? Warum hängt der Stream? Oder ich geb dir die an, die warte, pass auf. Mina? Gib ihm die Führung und. Ja, er eben. Macht das. Wie geht das jetzt hier? Da. Führung geben. Zack. Minasuki wurde Captain. Captain. Oh, hi. Oh, du machst sogar Miau, Mädchen. Du machst sogar Miau. Ja. Mach ja, das nochmal. Was war das? Katzentanz. Wie leider Gottes beendet. Miau. Uwu. Wo ist Katzentanz? Was ist denn das? Kätzchentanz. So, Jimmy, ich gehe jetzt raus aus dem Spiel. Warum? Miau. Weil ich sonst den Stream nicht gucken kann. Ja, aber willst du noch. Wollen wir die Toni noch hier gerade schnell? Nettie Bella hat einen Heiratsantrag beantragt. Was? Was? Ich geh zu Mina. Ich geh zu Mina. Schnell weg, bevor Nettie hier. Gute Nacht euch und viel Spaß. Danke, Rebell. Danke fürs mit dabei gewesen sein. Gute Nacht. Weil der Stream hängt, wenn ich. So, wo sind wir jetzt? Team folgt, okay. Was? Dann hängt das Team, wenn ich spiele. Bleib doch im Spiel und mach Stream aus. Das geht nicht. Ich will ja sehen, was du wieder verschütten oder treibst. Stützpunkt kann einrichtungsplatziert werden. Davon träumst du heute Nacht von dem Katzentanzen? Ja. Ja. Den musst du anquatschen. Ich weiß. Ich mache jetzt wieder alles automatisch, ich muss gar nichts machen. Ja, das Aufheben musst du gewiss selber machen. Tatsache, warum? Gut. Und jetzt nach Ablegen würde ich dir raten. Wir mussten eben Medizinvorräte sammeln, ne? Das können wir auch noch machen. Gekommen um was? Irgendeinen Erfolg bekommen. Wir haben Gesellschaft, Waffenschuss bereit machen, okay. Ihr seid wieder sonst wo und ich, okay. Ne, ich darf automatisch. Ja, da kann man innen drinne über die Wand drücken. Ich hab das letzte Mal mit solchen Pros hier gemacht. Wo man wieder nur mitlaufen durfte, weil die Level 109 waren. Die sind halt einfach über die Mauer gesprungen. Über die da. Oh, super, nur ein Schuss gehabt. Ah, da. Wer von 6? Oh, hier sind die restlichen. Er schießt damit Shotty. Das ist doch keine Shotgun! Er schießt das Ding an. Aua! Mein Scharfschützengewehr. Nee. Ja, der schlug. Belohnung ist überschritten. Oh nö. Hey, was für ein Auto? Du suchst so Auto, hab kein Auto. Das ist übrigens, konnte. Dein Reserverad ist kaputt. Was? Hab ich gerade kaputt geschossen. Du solltest mal zum TÜV, Toni. Dein Blinker geht an und aus.
Geht der Blinker? Ja, nö, ja, nö, ja, nö. Seid ihr jetzt schon wieder? Es wird dunkel, Achtung. Ich muss auch noch hinterherlaufen. Ich könnte mit einsteigen, wenn er wollt. Hier reizen. Oh, du magst nicht mehr, wa? Doch. Doch, einen Platz bist du auf. Und da ist der Hund mit drin. Achso, die Katze. Nee, die Katze. Die Katze. Schick die Katze in der Hose. Über den Tierbutton. Manetti war letztens war der Hund auf dem Shopper mit drauf. Tagebuch lesen. Macht ihr mal. Ich hab eine Erkältung, scheiße. Und schon wieder Hunger. Boah, gibt's das denn? Ey. Genau, ich esse erstmal was. So, ich mach mal. Hier, guck mal, das ist ein Erz. Ist ein Erz. Da seid ihr schon wieder hin. Keine Muni mehr. Das sind Level 5 Gegner, wo seid ihr? Töte ihn. Ach, da hinten. Eine Axt. Ich nehme mal die Axt. Ja, ich mach so lange hier. Eine noch. Sprich mit Cook, okay. Nee, guck jetzt gut. Danke für die Hilfe. Bitte nimm das hier. Was? Oder schon Elektro-Gesundheit. Was? Der Jeep klingt mal seltsam. Okay, gar nicht drauf geachtet. Ja, sehr schön. Noch eine? Ja, mach. Nicht den Katzentanz. Da träume ich dir davon. Miau. Es regnet, oh. Es regnet. Die Erde wird nass. Ja, los, wohin auch immer. Vero's Farm, okay. Das ist jetzt aber eine Festung, oder? Nee. Ja. Festung betreten. Oder kann sein. Oder warst du eigentlich gerade Feierabend oder bist du irgendwie nur in Pause gerade wieder? Wer was wie? Olaf. Olaf ist gerade im Chat. Ich weiß nicht, ob er noch arbeiten ist, eine Pause hat oder aber. Alter, machst du die One-Hit weg, Netty? Ja. Headshot mit AWP, ja. Bei mir fressen die ganze Magazin. Entschuldigung, Böhm oder ist ein Zombie umfallen? Das ist mein Scharfschützengewehr. Scharfschützengewehr haben halt den Nachteil, dass wir nicht so viele Schüsse hintereinander fallen können. Deswegen machen sie mehr Durchschlagskraft. Wenn er da genau den Kopf trifft, sollte schon einer umfallen. Ja, zack, ganzes Magazin da rein. Außerdem ist sie ja unser DD. Die muss das ja machen. Ich bin gar nichts. Ich habe nicht mal eine Waffe für meine Rolle. Grenade, fire the hole! Die schwere Waffe haben wir nicht, aber die Fähigkeit hast du doch, oder? Ja, das ja. Ich kann halt hier mit so einem Schild durch die Gegend rennen. Genau, ne? Ich nutze meinen Heilungsführer, wenn ich sehe, dass ich den kann ich benutzen, oder ich kann auch dicke Maschinengewehr nehmen. Fire in der, nicht in the hole. Ist drauf Abhängigkeit. Weißt du, was gut ist? Ich muss meine Waffe, die kann ich die ganze Zeit mit mir rumführen und die levelt automatisch mit. Ja, das ist die levelt mit? Die Drohne, stimmt, kann ich auch mal machen, wa? Nein, ja. Die Waffe, die der Scharfschützengewehr. Töte den Verschlinger da hinten. Die AK, die ich da habe, die levelt automatisch mit.
Hast du ein Chip eingebaut oder was? Komm, Digga, komm zu mir! Warte, wo bist du? Dann muss man eigentlich das Tank mit sich machen lassen, was du da mit dir machen lässt. Das hat aber gerade gut gepasst, weil du da hinten warst. Klappt doch mal! Also nicht hier. Aha. Freundschaft, so zumindest Freundschaftspunkte gibt es doch noch, siehst du? Naja. Die Drohne vergesse ich ständig, oder? Aber da brauche ich ja diese Spezialdinger dafür. Aber weiß ich gar nicht, wie viel ich doch noch habe. Hier, da brauche ich doch das Zeug hier, das da. Taktische Ausrüstung, wie eine, genau. Was aussieht wie eine Batterie. Ja, Autobatterie, ne? Warte mal. Wenn du auf Drohne gehst. Hast du sie dann nicht? Hä? Ja, wenn du zum Beispiel auf diese vier Buttons da klickst. Dann musst du X drücken. Drohne? Wenn du auf Drohne gehst, dann hast du sie doch bestimmt. Ja, aber ich muss, um die zu aktivieren, muss ich X drücken. Jetzt müsste die irgendwo hier rumfliegen, oder? Nö. Wenn ich das X drücke. Dann ist sie da. Und dann ist da drunter ein Balken, der geht weg und wenn der abgelaufen ist, verschwindet die Drohne wieder. Ja. Da? Ja, genau. Genau. Da ist sie doch. Wenn der Balken. Kann ich jetzt auf passiv oder auf aktiv? Jetzt ist sie auf aktiv. Drohne ist aktiv im Angriffsmodus, ja, genau. Und wenn du jetzt auf irgendwas schießt, dann feuert sie mit. Genau. Ja, aber jetzt gucken, bei mir ist jetzt ein Balken drunter. Wo ist denn die jetzt? Ist jetzt halb weg, der hier Balken. Warte, mich. Warte, ja. Ja, aber die kommt danach gleich wieder. Jetzt läuft der Balken ab. Ja, wenn er nochmal drückt. Nö, bei mir kommt die dann automatisch wieder. Okay. Sofern ich anfange zu schießen, kommt die automatisch. Eben auf losdrücken. Ja. Damit der rückwärts geht, immer. Damit du nicht von hinten getroffen wirst, immer den Gegner vor dir halten. Hallo, stopp. Na, viel Spaß. Ich hab ja doch gar keine Tankwaffe, ich hab ja doch gar nichts, ne? Da waren wir eben schon, oder? Warum haben wir eben schon? Ja. Nappi, das ist. Was bringt mir das jetzt hier gerade überhaupt irgendwas noch, außer dass ich meine Munition verballer? XP. Nee, ne? Ein bisschen. Und Freundschaftspunkte. Also bei WoW, Alexander, bin ich früher ausgelacht worden, wenn ich das Tank vorwärts gegangen bin. Niemals vorwärts gehen, dann könnt ihr die Mobs in den Rücken schlagen. Immer rückwärts gehen. So, jetzt ist die Drohne wieder weg. X-Drohne. Aber oh, die kann halt nichts. Meine Drohne kann halt auch nichts, ne? Hey! Feuer in the hole! Ich hol euch mal was ran. Bist du meine Mine war auch? Meine Granate hier war auch gar keinen Schaden. Ja, bist du nicht so stark auf einmal? Nee, du bist zu schwach. Ich hab keine Munition mehr. Moment, ich muss kurz nachladen. Oder eine andere Waffe nehmen. Okay, schneller. Welche andere Waffe? Die sind auf den Pfeil nach unten geklickt. Das freie Waffensymbol. Oh, oh, wieder 1100 Schuss. Wer schießt? Du? Du hast ja bloß eine Waffe ausgerüstet. Ja, ich habe nur eine Waffe. Ich nehme nur zwei mit. Jetzt kannst du nachladen. Mach's doch. Jimmy hat noch keine schwere Waffe. Nein, ich hab eine AK als Ersatz. Ach so, du hast zwar so eine Waffe. Okay, hab ich ja nicht. Das Sturmgewehr und die AK. Oh, ich glaube, ich hab zwei MBs, ne? Ich hab einen Bogen habe ich noch, okay? Der wird da wohl nicht viel bringen. Mhm. Ich hab extra nicht nachgeladen, damit ich mir jetzt hier bei der Kiste mich nachlade. Mehr Zeit im Game, weniger im Bett, genau, Olaf. Warum hängt die heute noch?
Oh 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 oh. Nee. Kommt da rauf, genau. Ja, erstmal was, Junge. Willst du sonst nachladen? Missionskiste, zwei Stück. Weg. Hier, guck mal hier. Lol. Was ist das denn? Ja, das ist mir vorhin passiert, aus Versehen. Ja, du kannst Löcher in den Hydranten schießen. Alter. War geil, ne? War geil. Da hab ich aus Versehen mit einem MG drauf geschossen. Da hat er Wasser gesprudelt. Aber er geht nicht kaputt, ne? Ja. Hey. Die Löcher flicken sich auch gleich von Wunder an wieder. Ja, die Stadtwerke sind schnell. Das ist unlaufend, hey. Da sind ja immer eh eine Werbung mal dran. Ableckungsgranate! Schieß! Ich bin wieder taub geworden, wa? Alles hier einsammeln. Da stand noch einer. Kommt der denn her? Hier ist ein Plan. Da guckt Hydrant. Boop. Vor allem hier, wo du den triffst, da sprudelt auch das Wasser raus. Das ist voll geil gemacht. Schweizer Hydrant. Oh, oh. Mann, sei mal nicht so schnell. Ziel. Nein. War dann eine Kiste eben wieder, ne? Genau. Zack, Munition nachgefüllt. Mehrere die Zombies ab. Okay, wo kommen sie denn? Ja, wo kommen sie denn? Links. Ich bin am Schulbus. Links. Oh toll, da lachst du so eine Ableckungsgranate. Und da. Ja, die Zombies ab, okay. Hey! Haut er mich! Ich bin auf dem Bus, du kannst mich nicht treffen! Ich bin der Schulbusfahrer! Wir müssen alle lieb sein! Oh. Oh. Keep going? Wohin? Ah, da hinten. Erstmal nachladen. Alles aufbrauchen, was ihr noch an Sachen habt aus dieser Quest. Dringe weiter in die Stadt vor, okay? Wenn du nicht schläfst, ist doch irgendwann tot. Was sagt ihr, wenn du schlafen? Ab 3 Tage kritisch werden, hab ich mal gelesen. Ja, der Rekord liegt nur bei 60 Tage oder sowas, ne? Ist er jetzt tot? Okay.
Ich habe auch kurz überlegt, hä? Ich stand dreimal wieder auf. Ja, da gab es so ein Experiment. Der hat da auch irgendwelche Stoffe genommen, um wach zu bleiben. 3 Tage fängt man an zu halluzinieren und so ein Scheiß und erhöhte Pulsschlag und dann wird es total ungesund, ne? Okay, Zweite Weltkrieg, ne? Was da, was die halt so als veranstaltet haben. Die haben Aufputschmittel. Piloten, die irgendwie 3 Tage am Stück durchgeflogen sind, ich weiß nicht was. Hey, Schnappi! Im Haus! Ich bin nicht da! Das ist Max! Das ist gar nicht Schnappi. Nee, Schnappi ist gar nicht hier! Achso, das ist Max! Eigentlich eine gute Waffe oder nicht, habe ich gedacht. Dann kriegen wir trotzdem kein Damage hier. Was ist stark schon davon? Ich weiß nicht, ob so. Ich meine, es war sogar ein Amerikaner. Wer? Ach, Max ist ein Amerikaner oder was? Nein. Es geht gerade hier um Schlafexperiment, wie lange man wach sein kann, so ein Kram im Chat. Ach so. Nee, Max ist der im YouTube-Chat, mein Name ist cool. Ist er gar nicht hier im Discord? Nee, aber ist ja egal, oder? Ja, ist egal. Das muss ich nur wissen. Ich dachte, ich rede die ganze Zeit mit Schnappi. Nee. Schnappi hat eben gesagt, er geht raus. Achtung, raus da. Immer am Bauch schießen, ne? Immer da, was gerade leuchtet. Bauch oder Kopf? Aha, hagelst die gelben Zahlen, die kritischen Treffer. Und immer auf dem draufbleiben, wenn die gleich die ganzen anderen Gegner kommen, ne? Die sterben auch, wenn er stirbt, wie war das, ne? Ja, bin auf dem drauf. Munition, scheiße. So eine Kiste irgendwo oder nicht eine eigene nehmen? Ja, du hast doch Kisten vorne aufgesammelt, oder? Ja. Mit mir den roten. Geh weg! GG! Ja, ich weiß. Danach ist auch Ende für mich. Hupte Buch, Bauch, Wanst, Plauze. Ja, Schild voll, alles ist alles tutti. Ja, du willst mich, aber nicht. Der Rücken ist nicht so gut, ne? Bauch ist besser. Ja, ich kann Max nicht retten. Wo ist er denn? Ja, Level 39 oder was ist er? Ich glaube, gestern oder heute ist er noch zu spielen. Oh. Ich
Leute, spotten oder sowas? Ich hab keinen Spot, ne? Ich komm, warte, ja. Ja, ja. Soll ich denn da trinken, wenn ich keinen Spot hab? Meine Fresse. Mitschleife, Jimmy, wegen diesen anderen Punkten. Dieses Kampf. Warum du mich mitschleifst? Hast du gerade richtig gehört? Ja. Diese Punkte hier, diese Unterstützungspunkte. Jetzt habe ich schon 340.000 Schaden gemacht und Nettie hat 830.000. Ja, ist der Levelunterschied. Guck mal, Mina hat am meisten geheilt. Ja, du bist auch auf heiliges Skill, ne? Ja, ja, na, ich habe auch immer mehr geguckt, dass alle am Leben waren. Und gerade bei Max habe ich ein bisschen versucht, dass ich mehr heile. Angreifer, zwei nette Skills. Da habe ich dich vorhin ganz gut vertreten, Toni. Und auf Halzer, Mechaniker. Ja, wir Heiler müssen zusammenhalten. Ja. Herausforderungsbelohnung 2000, was? Aber trotzdem habe ich mir das dicke Maschinengewehr gegönnt. So, aber ich muss schon wieder leider ins Bett gehen. Es ist schon wieder 0:47. Ich danke euch. Das waren die. Ihr könnt ja gerne noch was weitermachen. Ihr könnt ja noch weitermachen. Ja, die können wir gerne machen. Aber jetzt habe ich auch die 100 wieder voll und da kriegt man einen Haufen Gold. Ja. Ich finde kein Spiel für Jimmy, wo er auf Zeit achtet. Freut mich, dass es so gefällt. Ja. Wie gesagt, ich habe heute den Erfolg bekommen im Spiel 50 Stunden gespielt. Warte mal, bevor du abhaust. Ich hab halt über Tag ein bisschen. Ich hab mein Lager aufgewertet. Warte, wo geht das? Warum? Auf 11 jetzt, sodass ich bis Level 89 skillen kann. Oder leveln kann. Aber um mein Lager weiter aufzuwerten, muss ich jetzt erstmal für Level 85 werden. Was haben wir schon wieder für Errungenschaften? Zuletzt freigeschaltet. Gekommen, um zu helfen. Erhalte 100 Unterstützung. Ah, okay. Genau, und dann haben wir jetzt, wie gesagt, ja ein Lager gegründet, wo wir auch noch täglich darauf achten müssen, dass diese Lagerpunkte da... Wir haben jetzt 58.000 von 1.000.000. Mittlerweile 9 Mitglieder von 80, okay. Ich kann die Sprache nicht umstellen, hier steht Englisch, ich kann es aber nicht auf Deutsch umstellen, keine Ahnung. Lagerprotokoll. Max ist beigetreten, Dennis ist beigetreten, Anführer Schimmy, Rekrutierungsanstellung geändert, Lager. Und wir müssen halt wirklich jeden Tag 10.000 bezahlen für Lagerkosten, ne? Dann müssen wir halt immer gucken, dass wir jetzt wirklich diese Aufgaben machen, wo wir dann die Punkte uns zusammenspielen können. Entweder als Gruppe oder jeder Einzelne kann auch was machen jeden Tag. Deshalb, je mehr Leute sind, desto besser ist es natürlich fürs Lager, beziehungsweise je mehr aktive Leute es sind. Ja! Also, wann habe ich angefangen? Letzte Woche, vorletzte Woche, ne? Ich habe heute über Tag auf Arbeit auch wieder ein bisschen Zeit gehabt. Da habe ich 1,5 Stunden Holz gefällt und Erze und so ein Kram, ne? Muss halt auch gemacht werden. Kann zurzeit nichts machen. Jetzt sind wir auch schon seit 22 Uhr wieder dran. Ja, das Problem habe ich ja auch. Ich muss 93 Sprachbug werden, um dass ich neue Missionen kriege und 95 werden, dass ich meine Basis aufbauen kann. Mina macht mich Sport. 92. So machen die Mädels also Sport, ja? Ja, mit der Kleidung vor allen Dingen. Pass auf, ich zeige euch schon, wie man Sport macht. Du legst dich doch gleich hin und guckst runter. Du machst gleich wieder Liegestütze. Warte mal, hier, hier, so macht man Sport. Höp, höp, hat, höp, 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 höp. Tanz für mich, tanz. Und hoch mit dir, und runter mit dir. Ah, guck, jetzt macht Nettie auch das Gleiche. Nee, nicht das Gleiche. Sie macht dasselbe wie ich. Ja, ein bisschen auf der Stelle laufen, zack, 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 und Liegestütze. Max schläft erstmal eine Runde, genau. Now I feel energized. Warum leuchtete mein U?
Ach so, nur noch eine Munitionskiste, okay. Wir haben uns zu Hause bauen. Du hast für diese Woche, check. Sehr gut. Das bringt halt einen Buff, ne? Wenn du Sport machst. Nein, nicht nochmal, ich kann es nicht nochmal machen. Hast du halt hier. Fitness, ne? Maximale Energie um 15 erhöht. Stoffwechsel. Oh. Nein, falscher Knopf. Oh oh. Hast du keine Toilette zu Hause? Jemand ist in der Nähe. Ach so, ich kann gar nicht vor euch pinkeln. Ja, kannst du nicht. Du musst dafür weiter weggehen. Ich wollte schon hier vor die Füße pinkeln. Geh weg, ich will Bibi machen. Na gut. Ich muss Bibi machen. So, hier hinterm Truck vielleicht. Aha. Was? Weg. Was, so schnell pinkelst du? Mein der hat ganz schön lange, gepinkelt. Wenn du zu Hause eine Toilette hast, dann kannst du einen ganz schön Dünger dir ansammeln. Okay. Naja, ein Dünger kriegst du pro Toilettengang. Also ja, ist aber... Ich hab sogar Klopapier zu hängen. Stresspinkeln, genau. Dachte, wäre noch. Nein! Du musst sogar darauf achten. Okay, Magen sagt gerade bequem, wenn er hier sagt, du hältst es kaum noch aus. Da musst du wirklich ganz dringend Kacka machen. Also, du musst hier essen, trinken, Pipi, Kacka. Dann musst hier, du gucken, dass die Kleidung gewaschen ist. Hier müsste ich mal wieder ein bisschen schlafen. Ja, so zack. Dann geht dann die Vitalität wieder ein bisschen hoch. Ja, deine Gesundheit ist ein bisschen arsch. Ich war mal. Das ist kein Fall, Marco. Wenn du nicht musst, dann steht auch, du musst jetzt nicht. Oder du kannst jetzt nicht oder sowas. Und dann musst du halt hier bei Hygiene darauf achten, dass du sauber bist, dass deine Kleidung. Faltige Haut. Du hast dich gerade gewaschen. Du wirst nicht noch sauberer, wenn du dich schon wieder wäschst. Nasse Kleidung. Du hast deine Kleidung gerade gewaschen. Du wirst nicht sauberer, wenn du nochmal wieder wäschst. Ja. Stoffwechsel. Musst du hier Pipi Kaka gucken? Magen verdaut Essen. Und hier war Körper. Wenn du zu wenig. Das mache ich ständig das gebratene Fleisch. Wenn dein Essen nicht genug Energie hat, dann wirst du auch immer dünner. Dann kriegst du irgendwann auch einen Malus da drauf. Oder wenn du zu viel frisst, kriegst du auch einen Malus. Ja. Muss man auch drauf achten. Dann bist du immer übergewichtig und. Ne, das hier. Hier oben. Ich bin schlank, ne? Genau. Körperbau ist in guter Kondition, genau. Wenn du zu wenig isst, kriegst du einen Malus. Wenn du zu viel isst, kriegst du einen Malus. Und das kannst du mit Sport auch wieder wegmachen. Oder halt, ich bin letztens untergewichtig gewesen. Deshalb koche ich immer das gebratene Fleisch hier, weil das hat Energie sehr hoch. Und vor allen Dingen macht es gut satt. Dann musst du auch immer da oben in der Lade, musst du darauf achten, dass ich immer satt bin. Will halt Heiratsantrag auch schon wieder. Dann heirate sie doch, dann hast du es hinter dir. Genau. Real life, so ungefähr. Oh, Netty, oh, guck mal. Ja, Max klatscht erstmal. So. Ich kann ihn im Spiel heiraten. Und jetzt tanz für mich. Ja, warte. Ja, tschakka tschakka ding, Tanz. Der Munitionskiste geht zur Neige. Ja, ist ja gut. Max? Denk mal dran, Er ärgert sich, der Max ärgert sich. Toni, denk mal dran, dass wir Wochenende mal bei mir eine Party machen. Eine Party? Was macht der Hund da? Fliegende Teppich, rennt im Kreis. Unterstützungsparty. Ja. Mutti, wie kann ich denn hier winken? Reden, Leute, Wein, sitzen bleiben, hier winken. So, wünsche euch was. Die nicht hi, auf Wiedersehen. Kann man nicht auf Wiedersehen sagen? Warum funktionieren deine Alerts hier nicht bei Twitch? Ich weiß nicht, schon wieder was nicht funktioniert. Ich probiere mal. Eben hat's noch alles funktioniert.
Auf Wiedersehen! Hört auf zu winken, ja. Sonst bricht der Arm ab! Hört auf zu winken, sonst fällt der Arm ab, genau. Ich wünsche euch Spaß, war wieder super spaßig. Also das Spiel macht mir, würde ich sagen, immer mehr Spaß, aber es ist immer noch geil. Das wird so. Aber auch noch gefährlicher. Klubbelt mir. Außenpostenstützpunkt. Zack, los. Tschüss. 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 Zack. Jetzt ist er weg. Weg. Da ist noch eine Gruppe. Ja, ja, verlasse ich jetzt auch noch. Jetzt schnell irgendwas starten hier. Ich bin auf Ladebildschirm. Genau, Bäume fällen, macht hungrig. Zack. Zack. Ja, Toni, da hatte ich heute so eine Kopfschirm mit Bild. Hä? Silvergirl steht in meiner Base rum, okay. Ja, die hole ich gleich ab. Oh. Ja, die Miss Fist Quest ist cool. Die auch schon gemacht. Auch nicht verkehrt, wa? Cooles Outfit. Ja, da gibt's nochmal zwei davon. Die andere, hab ich schon gesehen. Die andere ist gefährlicher, da musst du Minen und Bomben legen und so'n Scheiß. Da musst du Roboter benutzen. Verlassen. Das hatte ich heute über 4 Stunden in die Wald. Winken, weinen, Kuss, winken, da, winken. Vor allen Dingen, sie hat Schneeausrüstung an. Aha. Ja, die hat sie bekommen. Ich hatte auch so ein Ding, sie hier, warte, ich kann doch hier, Warum sehe ich euch nicht? Hier, bang. Ach, ihr seid in Redwood. In meinem Außenposten, nicht im Lageraußenposten. Ne, den Lageraußenposten sehe ich ja nicht. Rakunia schreibt, huhu, ich bin gerade dabei, gute Nacht zu sagen, Rakunia, tut mir leid. Welchen Server seid ihr da? 1001 Blockade. Ja, da lande ich ja bloß immer auf den Marktplatz. Ein Stützpunkt. Ja, du musst da noch einziehen. Musst du nicht. Bloß wenn du halt beim Lager bist, dann. Ah, okay, halt alles gut, ja? Bist du auch da? Shimmy, hast du das Lager schon mal ein bisschen abgegradet? Nee. Weil ich glaube, du bist der Einzige, der das kann. Ja, glaube auch. Es sei denn, du vergibst irgendwie Rollen. Ja, ja. Ich kann hier Vizekanzler oder sowas vergeben. Nee, wie heißt das? Lagerrolle. Ja, aber ich würde sagen, du machst es einfach. Ja, aber ich weiß, ich glaube, es fehlt sowieso noch alles Mögliche. Schlafen ist wichtig. Ja, genau. Wo war das denn mit dem Aufwerten? Hier, ne? War das hier Trainings? Nee, Trainingslager kann ich auch was machen. Ich glaube, wenn du rechts jetzt da irgendwie weiter runter gehst, bei den Tabs. Genau, da. Hier, Gebäude verbessern. Genau. Aber, da fehlt uns noch so einiges. Lageraktivität 1410 von 6000. Auf Wiedersehen, sonst bricht der Arm ab! Ja, aber das ist das Lager, du musst... Guck mal, ob bei der anderen Kram kann ich erst verbessern, wenn das Lager auf Level 2 ist. Nee, andersrum. Oder? Nein, er muss erst das Lager verbessern. Sobald das Lager Level 2 erreicht hat, können funktionale Gebäude auf Level 2 verbessert werden. Ach Mitglieder, so. Genau. Ja, man muss erst das Hauptlager verbessern, dann kann man die ganzen Untergebäude verbessern. Warum hat Jimmy keine Hose an? Was hab ich? Du hast keine Hose an! Was? Muss meine Hose hin? Nö! Da steht wirklich Nacken da. Okay, und die Lageraktivität sind dieses dreieckige Symbol, ne? Lagerbeitrag. Oder was? Oder was ist Lageraktivität? Ne, das ist halt die Aktivität, die du jeden Tag so machst mit deinen Aktivitäten, die du halt so tust. Wenn du jetzt hier diese Singleplayer-Aufgaben machst, wo du was spenden musst oder weiß ich was. Das ist dann die Lageraktivität. So habe ich das verstanden. Lager. Warte, wo kann ich das vorhin gucken? Hier, zweite Seite. Aktivität. Mina hat 280, Nettie 200, Jimmy 200, Kati 200, Paco 190, Nacken 180. Max hat jetzt nur 60, okay. Der hat wahrscheinlich seine Singleplayer-Dinger noch nicht gemacht. Er ist heute erst beigetreten, ne? Und da gibt's noch die Mittel. Das sind ja diese Scheine, die man noch verdienen dann, ne? Ja, wie siehst du das? Hier, diese Lagergelder, genau. Da brauchen wir jeden Tag 10.000 Lagergeld.
Wo siehst du die Lageraktivität von wenn unten? Wenn du auf Lager... Ah, nicht. Hier, du kannst ja da rechts den zweiten Tab mit den drei Köpfen. Mhm. Da kannst du noch eine Seite weiterrollen. Rechts, links. So, ah, okay. Gut, danke, das habe ich. Und da, auf der ersten Seite kannst du die Rollen verwalten. Wo? Na, da unten, bei den drei Köpfen und dann, da hast du Rollen verwalten unten. Rollen verwalten, ah, okay. Aber ich glaube, es gibt nur einen Stellvertreter, ne? Ja, ich kann nur einen Stellvertreter machen. Ein Stellvertreter, vier Verwalter und 20 Elite. Genau. Ist das bei dir auch so verwischt da oben? Kriegt man da gehen die Schriften ineinander, weil das zu viel Schrift ist. Und Trainbreaker und No God, Dark Doomwolf, danke schön fürs nicht gekündigt haben, eure Kanalmitgliedschaft. 28 Minuten überzogen, jetzt bin ich schon eine halbe Stunde drüber, Don. Verwalter, Kati. Ja. Da machen wir Elite. Ne, keine Ahnung, kenne ich nicht. Paco, so, lass mal erstmal so bestätigen. Oh! Weil da gibt es da so manche Dinger, da steht. So, okay. Da steht aber bei manchen Dingern dabei, kann nur vom Lagerverwalter und vom Vertreter gemacht werden, kann von Elite gemacht werden, bla 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 bla. Leute, wir haben 1 Uhr durch. Ich muss morgen wieder um 6:30. Umarmung beantragt. Okay, hier Max, Umarmung, komm her. Lol. Jo, ein bisschen flexen, jawohl. Bros. Okay. So, ich muss offline. Ich wünsche euch was. Spiel verlassen. So. Und dem Chat sage ich auch vielen lieben Dank fürs mit dabei gewesen sein. Also das Game ist, ich will nicht sagen genial, aber es macht auf jeden Fall super Spaß. Ja, ohne Ende, ne? Auf Wiedersehen, auf zu winken, sonst bricht der Arm ab! Gibt noch so viel, was da noch kommt und keine Ahnung was. Okay, ist mein Chat zwischendurch, ist mein Stream vorhin mal abgekackt? Weiß ich nicht. 2:58 steht da. Restream sagt, live seit 36 Minuten. Dann ist Twitch seit 2:58 und YouTube sagt auch 2:58, okay. Keine Ahnung, was Restream hat. Okay. Ja, aber Schuss ins Bett, Leute. Morgen, wenn alles so läuft, wie ich mir das wünsche, mit Hope und Nettie Sons of the Forest, ne? Hä, morgen? Morgen ist Donnerstag. Freitag? 22. Okay, ja. Ja. Da rede ich schon seit Montag von oder seit letzter Woche. Ja, ich dachte, das wäre freitags. Sons of the Forest. Ja, ist ja gut. Ich habe mir den Trailer angeguckt. Release February 22. Und jetzt meine Uhr sagt gerade schon, wir hätten February 22. Wobei es eigentlich 22nd heißt, oder? Egal, also ich habe jetzt fest damit gerechnet, dass wir morgen... Ja. Wunschliste? Ja, was ist im Angebot? Oh shit! 71% Rabatt? Dann hol es. Nee, ist wieder so ein Gruselding. Oh, das kommt nochmal ins Angebot. 7,24 Grad, okay. Für den Preis? Meinen wir alles gut. Mein Name ist gut. Offer bald, last wieder. Spaß. Neues Spiel. Und das neue Spiel. Ja, morgen machen wir. Morgen wollen wir dann Sons of the Forest machen. Ist ja morgen Release. Ich hab's ja vor. Da habe ich mittlerweile über 70. Kam euch das auch so lange vor, dass ich das so lange gespielt habe? Über 70 Stunden? Ja. Habe ich das so lange gespielt? Zuletzt gespielt am 5. April 23. Aber insgesamt der Spielzeit habe ich schon 72 Stunden in dem Game. Was gibt's dann hoffentlich morgen? Ich denke mal, gegen 19 Uhr wird wahrscheinlich Release sein. Müssen wir dann noch Update laden? Oder haben wir schon Update? Nee, Middle-Evil Dynasty ist jetzt schon wieder ein Update. Hm. Okay, neuer Parameter für Einstellung. Benutzeroberfläche. Pfeile, okay, ganz viele. Okay, ganz viele. Muss man da schon wieder mal durchschlagen. Okay. Nee, aber ansonsten, ich muss ins Bett, Leute. Wenn wir wieder Andorn spielen, kann ich mal in Talk reingucken. Gerne.
Wie gesagt, ihr könnt auch bitte, macht das auch, nicht nur dann spielen, wenn ich spiele. Ach, Andon hat auch ein Update gehabt. Spielt auch so miteinander, ne? Ich habe extra im Discord neue Kategorie angelegt mit einem Talk-Kanal. Also zum einen zum Schreiben, zum anderen auch zwei Kanäle zum Reden. Macht auch Quests miteinander, wenn ich nicht da bin. Also es muss nicht alles nur immer passieren, wenn ich da bin, ne? Was soll also heute Alene drin. Ein Lager sein, ne? Wenn ihr Freunde habt, die mitspielen wollen, ladet sie ein. Kommt, kann jeder rein ins Lager. Jeder kann da mitspielen. Aber jetzt sag ich, gut, ach Leute, ich muss ausmachen, sonst bist du noch später. Ja, machen wir den Stream schon mal genau. Schön auf zu winken, bevor mir der Arm abfällt und sag gute Nacht. Bis morgen. Gute Nacht. Mina, Schnappi, Netti. Wer war noch alles dabei? Ne, Paco war nicht dabei. Dennis, Max, gute Nacht, gute Nacht. Bis dahin.